Wunderschönen guten Abend. Jetzt ist das Mikrofon gerade angegangen und jetzt höre ich mich auf einmal laut und das ist ein bisschen gruselig, weil es hier halt, ich hoffe, bei euch ist das gut und erträglich. Wir sind hier in Osten in Frankfurt am Main und begehen zusammen den Abschluss der Internationalen Woche gegen Rassismus. Mein Name ist Omid Nuripur. Ich bin hier im Herzen meines Wahlkreises, im Herzen von Europa, in Frankfurt am Main und bin Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Und hier gibt es ein lebhaftes Publikum, was dabei ist, was sich jetzt bemerkbar macht. Wir tagen hier selbstverständlich streng nach Corona-Regeln des Ostens und der Region und dementsprechend passen wir aufeinander auf, halten Abstand und tragen Masken, wenn wir auf den Plätzen sind und wenn wir nicht vor der Kamera sind. Ich habe heute Abend viele große Ehren und habe ganz großartige Gäste, die uns beehren werden und mit uns diskutieren werden zu diesem Thema. Die Reihenfolge werdet ihr sehen, aber ich kann die Namen schon mal sagen. Es kommt Enisa Amani, es kommt Sabah Nur, da sitzt sie, und Peter Fischer. Peter Fischer kennen alle anderen auch, aber mit Peter Fischer würde ich nämlich jetzt gerne anfangen, weil Peter ist nicht nur der Präsident der Heiligen Gemeinschaft, nämlich von Eintracht Frankfurt. Er ist nicht nur Peter Fischer, mein Präsident, und noch vieles, vieles andere mehr. Es gibt niemanden in der Stadt, der nicht irgendwelche persönlichen Geschichten über Peter erzählen kann. Mich verbindet auch sehr viel mit Peter in diesen Tagen ganz besonders eine ganz furchtbare Erinnerung, über die wir gleich miteinander sprechen werden. Aber Peter ist auch hier und das ist auch ein zentraler Grund, warum wir hier heute in Frankfurt sind und wir auch die Freude haben, Peter empfangen zu dürfen als Grüne. Peter ist frisch mehrfach prämiert für seinen unglaublichen Einsatz gegen Rassismus und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Eintracht Frankfurt Botschafter ist. Botschafter ist gegen Rassismus, was in dieser Stadt mit all der Vielfalt, die wir in Frankfurt haben, in dieser Region im Rhein-Main-Gebiet sicher nicht so überraschend ist, aber was in der Bundesliga jetzt keine Selbstverständlichkeit ist, dafür sind wir herzlich dankbar. Begrüßen Sie mit mir Peter Fischer, Präsidenten von Eintracht Frankfurt. Guten Abend. Guten Abend. Danke, dass du da bist. Für dich gerne, das weißt du. Tausend Dank dir. Wir waren zusammen in Kharkiv. Ihr hattet mir die große Freude gegeben, Teil der Delegation zu sein. Wir haben damals Rahmenprogramm gehabt, während die Mannschaft trainiert hat, um dann Schachtar Donetsk rauszuschmeißen. Was ja schon per se eine unglaubliche Qual war zu sehen, weil Schachtar ist aus Donetsk. Donetsk ist besetzt seit 2014, die mussten in Kharkiv spielen, im Stadion von Metallurg. Die Metallurg-Fans hassten sie und die wohnten im Hotel, die hatten gar keine Bleibe. Aber wir hatten ja noch eine Stadtführung von Sergei Jardan, einem führenden Intellektuellen des Landes. Wenn du jetzt die Bilder siehst aus Kharkiv, was geht dir durch den Kopf? Einmal die Erinnerung, Plan B, wo wir waren, Goethe-Institut. Du hast uns viele Türen aufgemacht und eine unglaublich sympathische Stadt mit unglaublich schönen Begegnungen, die wir dort hatten. Liebenswerte Menschen und eine große Unterstützung übrigens für meinen Verein, was mich auch sehr, sehr gewundert hat. Ganz viele Deutschsprachige. Und wenn ich jetzt diese Bilder sehe, quasi dort, wo wir gemeinsam gelaufen sind, über Straßen, über Plätze, wo heute nur noch Ruinen stehen. Und wenn wir dann natürlich die Horrorgeschichten hören von den zugebombten Theatern oder den Krankenhäusern, wo Kleinkinder sterben oder wo Kinder in U-Bahnen geboren werden. Ich weiß, wie tief die U-Bahn-Schächte sind. Also da waren wir und ich war auch in Kiew zum Champions-League-Endspiel und habe dort eine Stadtrundfahrt gemacht und weiß über drei Treppen dort unten, wo die heute seit zwei oder drei Wochen teilweise, ohne überhaupt an die Luft zu kommen, leben mit ihren Familien.
Das sind natürlich Bilder, die für mich entsetzlich sind. Auf der einen Seite diese offene Welt zu sehen, also ein Land, was sich unglaublich demokratisch, weltoffen und international entwickelt. Die Universitäten, die voll sind mit internationalen Studenten. Viele Inder, was ich gelernt habe, die dort Medizin studieren und so. Ganz, ganz groß aus Europa. Also ein Schmelzpunkt von Internationalität, ein Sprachenwirrwarr. Und dann sehe ich das heute, was dieses, es gibt keine Namen für Putin. In allen Sprachen haben wir versucht, einen Namen für dieses Arschloch zu finden. Wir haben keinen gefunden. Und das wirklich zu sehen, ist in meinem Herz absolut erschreckend. Und auch die Eintrachtler, die mit dabei waren, wir haben oft in den letzten Tagen darüber gesprochen, oft unsere Bilder angeguckt und die Erinnerungen, das ist so schlimm. Auch dafür hat die deutsche Sprache letztendlich kaum ein Wort. Wenn du das siehst und dann die vielen, vielen Millionen von Leuten siehst, die sich jetzt auf den Weg machen, und diese unglaubliche Unterstützung siehst, die wir in dieser Stadt, in diesem Land, auf diesem Kontinent sehen. Was glaubst du, was wir jetzt machen müssen, damit wir diese Solidarität auch erhalten? Wir haben vor 7 Jahren ja eine riesige Willkommenskultur erlebt, in einem ganz anderen Fall, der nicht vergleichbar ist. Und dann gab es einen Knick. Was glaubst du, was wir jetzt tun müssen? Was wünschst du dir? Also einmal das, was ich spüre, bei mir gibt es einfach so ein paar falltheoretische Dinge, die ich jetzt auch aus der Regierung höre, mit wie, wer, wohin kommt. Also über Kontingente wird geredet, über Zahlen. Das sind so ein paar Dinge, die mich natürlich ein Stück weit verwirren. Ich denke, das kann man einfacher, das kann man menschlicher und weltoffener lösen. Aber bitte, ich stehe nicht in der Verantwortung, in der Administration von solchen Dingen. Das, was ich erlebe, in Polen zwei Millionen Menschen, wir haben hier auch viele polnische Freunde, bei mir im Verein gibt es viele polnische Sportler, gerade auch in der Leichtathletik und so. Das ist irre in so einem Land. 2 Millionen Menschen von jetzt auf gleich. Da sind irrsinnig viele Kinder dabei. Das ist nicht einfach, die zu beschulen letztendlich und auch die Sprache zu lernen. Ich höre, dass in Deutschland ganz viele Goethe-Institut Deutsch lernen wollen. Es geht um die Frage über Jobs und über Arbeitsplätze, was ist. Ich glaube, dass so eine durch die Angst alleine. Wir leben ja in einer Angst. Wir leben ja davor, dass wir nicht wissen, was der Wahnsinnige alles macht. Und ich halte ihn am Ende für alles für fähig. Ich schließe hier nichts mehr aus. Ohne in Panik zu geraten, schließe ich. Und ich bin niemand, der Mehl und Nudel kauft. Und trotzdem schließe ich nichts aus, weil man überhaupt keine Ahnung hat, wie weit und der geht und bereit ist, Dinge zu tun, die uns alle treffen. Das ist ja nicht ein Krieg nur gegen die Ukraine, sondern es ist einfach gegen unsere Demokratien, gegen unsere offenen Kulturen und unsere offenen Länder. Und wir sind damit extrem bedroht. Ich glaube, dass wir die Ukrainer, ich erlebe das, ich sehe das gerade Maccabi, mein Sohn guckt gerade Israel-Deutschland im Stadion mit Maccabi hingefahren, 120 Privatwohnungen in Frankfurt gefunden und über 100 Hotelzimmer. Ich sehe von allen Seiten, wie auch bei der Eintracht, wir haben Sportlerinnen untergebracht, also gerade auch Hockeyspielerinnen, ein sehr beliebter Sport in der Ukraine. Wir versuchen auch hier alles zu tun. Die Frage ist nur in der Langfristigkeit. Keiner weiß, was da passiert. Selbst wenn wir von heute auf morgen uns theoretisch vorstellen, da ist Frieden, was wir auch falltheoretisch uns kaum vorstellen können. Hast du ein zerbombtes Land ohne irgendwelche Strukturen, da ist alles kaputt. Das heißt ja nicht, dass dann von heute auf morgen dann wieder 2 oder 3 Millionen sagen, jetzt gehen wir nach Hause. Die haben kein Nachhause mehr. Dieses Nachhause ist weg. Da gibt es keine Häuser, keine Wohnung, keine Schulen und keine Kindergärten. Also das ist etwas, was wir hier nicht in einem oder in 2 Jahren in irgendeiner Form erleben, was wir daraus, sondern es wird eine Langfristigkeit bleiben. Und ich kann mir auch bei aller Vorstellungskraft nicht vorstellen, was aus der Ukraine wird. Fehlt mir die Vorstellung. Du hast gerade Maccabi genannt. Das ist ja extrem beeindruckend zu sehen, wie sie gerade aus ihrer eigenen Erfahrung heraus Woche für Woche auf dem Spielplatz auch Antisemitismus zu erfahren. Nicht nur den Kampf gegen Antisemitismus, sondern die gesamte antirassistische Arbeit angehen. Ein riesen Ding. Hier schöne Grüße an Alon Meyer und uns, an die Leute. Unfassbar, was ihr für eine Arbeit macht. Applaus. Das ist wirklich Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wir sind von Maccabi mit zig LKWs haben wir
alles, was es gibt, zu transportieren. An Lebensmitteln, an Klamotten, viel für Kinder, viel Kindernahrung, mit x LKWs hin und her gefahren, was wir alles hier in der Gemeinschaft, in der Community gesammelt haben. Ja, es ist absoluter Wahnsinn. Ich will noch eins sagen zu dem, was du gesagt hast über die Verteilung. Es ist gestern das erste Flugzeug aus der Moldau gekommen, in unsere Stadt, nach Frankfurt. Das ist eine Initiative, die auch angestoßen worden ist, vor allem von unserer Außenministerin Annalena Baerbock, weil das kleine Land Moldau einfach komplett vorm Kollaps steht. Und die nehmen trotzdem weiter Leute auf. Ungarn, das eine Land von Viktor Orban, was die letzten Jahre ja immer versucht hat, jedem zu erklären, dass es wichtig sei, die Türen zuzumachen, hat jetzt eine sechsstellige Zahl von Leuten aufgenommen. Und die nennen das Nachbarschaftshilfe. Es gibt Bereitschaft, in Kanada und USA Leute aufzunehmen. Und dementsprechend werden wir sehr viel tun müssen, damit und uns auch die große Bereitschaft haben, den Leuten zu helfen. Ich war heute in Cottbus auf dem Landesparteitag der Grünen da. Annalena Baerbock hat dort eine wundervolle Rede gehalten und hat gesagt, wir wissen nicht, wie viele kommen werden. Wir erwarten 8 bis 10 Millionen und wir werden ihnen helfen müssen. Und es ist einfach richtig, weil sie willkommen sind und weil sie diese Hilfe brauchen, wie sie brauchen. Aber wenn ich jetzt nochmal zu Maccabi und auch zum Anlass, warum wir heute zusammensitzen, zusammen zurückkommen darf. Ich will jetzt mal eine böse Frage stellen. Du alter weißer Mann, warum engagierst du dich gegen Rassismus? Nun, also erstmal liegt es wohl grundsätzlich in meiner DNA. Also ich müsste jetzt so ein bisschen den Lebensweg des Peter Fischers erzählen. Das erspare ich euch. So spannend ist er auch überhaupt nicht. Wobei, es ist sowohl visuell als auch vom Herzen her bist du viel jünger als ich. Aber deshalb könnte ich das. Also die Maske hat eben unglaublich viel versucht, an mir zu kriegen. Ich habe gesagt, das Chaos habe ich dir nicht gewünscht. Sie hat sich trotzdem angestrengt. Aber was daraus geworden ist, ich stehe zu meinen 66 Jahren und der das Lied gesungen hat, fängt alles erst an. Großer Lügner, ganz großer Lügner. Das könnt ihr mir glauben. Also alt werden ist wirklich nicht so, wie man das in dem einen oder anderen Lied. Ich versuche mich aber, lebe in der jungen Community, ich lebe in einem bunten Verein, in einem wahnsinnig bunten, engagierten Verein. Ich merke das auch mit meinen beiden Kids, da gibt es noch einen, halb Brasilianer, halb Deutsch, unser kleinster Luca oder so, die halten dich natürlich drapp. Ich weiß auch mittlerweile, wie alles so, was um Playstations und andere Dinge funktioniert, was mich sonst nie interessiert hat. Ich kann zumindest mal mitreden. Aber warum? Für mich ist das so klar, es hat nie Unterschiede für mich gegeben. Ich bin in dieser Stadt, als ich hier 70 herkomme, politisiert und sozialisiert worden. Für mich war immer klar, dass egal auf diesem runden Ding, wo wir sind, ich habe nie Unterschieden gesehen, wer was ist, wie irgendjemand was ist, für wen jemand betet, nach welcher Himmelsrichtung, was für eine Hautfarbe er hat, wen er in irgendeiner Form verehrt, in irgendwelcher Kultur. Und es gibt fürchterliche Volksmusiken aus dem ein oder anderen Land, die ich auch ab und zu bei mir in der Kabine ertragen muss. Es gibt auch nicht alles, was ich so wahnsinnig toll finde. Das sage ich dann auch. Das hört sich Entschuldigung, mir gehen gerade ganz viele solche persische Lieder durch den Kopf. Und, also, das hört sich manchmal auch, wie gesagt, wir haben 19 Nationalitäten und da gibt es manchmal dann ein paar Volkslieder, wo ich sage, das findet ihr wirklich gut, ja? Also man muss nicht alles gut finden, aber Spaß beiseite. Für mich hat es nie einen Unterschied gegeben, nie in meinem Leben. Ich liebe den Mensch und ich liebe die Menschen so, wie sie sind. Und ich bin fasziniert von unterschiedlichen Kulturen und Begegnungen und gelernt habe ich übrigens nur durch Begegnung. Ich bin jemand, man sagt mir immer, ich kann ja auch babbeln und habe auch manchmal ein großes Maul, aber ich kann auch ein verdammt guter Zuhörer sein. Und das Zuhören ist etwas, was mit Bildung zu tun hat. Ich habe so viel aufgenommen, ich habe so viel gelernt und bin so überrascht, was man wirklich letztendlich dort alles lernen und erleben kann. Und deshalb ist für mich, der Mensch ist Mensch. Und eins ist allerdings auch klar, es gibt für mich gute und schlechte Menschen. Also die gibt es natürlich auch und das ist grenzübergreifend. Das erlebe ich in Deutschland hier ganz genauso wie in jedem anderen Land. Also darüber müssen wir auch gar nicht reden. Und es gibt auch Rassisten natürlich in anderen Kulturen. Die gibt es nicht nur hier bei uns auf der Straße. Ich erlebe es nicht nur bei Maccabi. Das ist immer die schöne Geschichte. Wenn du das live erlebst, du hast einen Sohn, der dann eben kein Jude ist. Halb Brasilianer, halb Deutsch und so. Papa, ich bin doch gar kein Jude. Warum sagen die denn dann auf dem Fußballplatz Scheißjuden? Oder also diese Begriffe, ich will jetzt nicht schlimmere Begriffe oder sowas. Aber ich bin das doch gar nicht. Allein da fingst du ja zum Ausdruck. Hallo, keiner weiß, wer was ist.
Weiß jemand, ob ich hier sitze als Jude, als Muslim, als Nichtgläubiger oder jemand, der evangelisch oder katholisch ist? Niemand. Wo steht das hier drauf? Weiß ich das von euch? Nein, überhaupt nicht. 0,0. Also das ist eine Art von Rassismus und gerade hier aber Antisemitismus, der unvorstellbar ist. Unvorstellbar. Und das hat sich bei mir wirklich entwickelt und hat sich in diesem Verein fortgesetzt, der in den nächsten Tagen mehr wie 100.000 Mitglieder haben wird. Das ist so. Und es sind über 120 Nationalitäten in diesem Verein, auf die man stolz sein kann. Das ist ein bunter Wirrwarr, egal wo man ist. Gerade wenn du mal beim Kinderturnen bist, da lachst du dich tote, was da so zusammenkommt, die kleinen Purzel, wenn sie umfallen und ihren Salto und ihren Purzelbaum probieren. Es ist eine so wahnsinnige, liebe, große Familie, die nur funktioniert, weil sie bunt, weil sie tolerant, weil sie weltoffen ist. Und deshalb bin ich froh, auch Botschafter zu sein. Und ich nehme das hier als Person gern ein, aber ich stehe für diesen Gesamtverein. Ich verstehe für meine Kolleginnen und Kollegen, die sich dort so hart engagieren, die dabei sind. Ich muss nicht sagen, dass sie auf eine Demonstration nach Hanau muss oder so, wo ich ja nun auch, wir uns auch getroffen haben, viel, viel getan habe, sondern da sehe ich meine Kolleginnen und Kollegen, da sehe ich meine Jungs aus den Fanclubs, da sehe ich meine Jungs und Mädchen aus den Kurven, die da sind, ohne dass die... dass der Fischer hingeht und sagt, ihr müsst damit hin. Ich erlebe, wie es bei uns gelebt wird. Wir reden nicht nur drüber, sondern wir machen etwas und wir tun etwas und wir wehren uns vor allen Dingen mit aller Gewalt. Und ich bin ja auch nicht nur dafür bekannt, und das möchte ich hier nochmal sagen, ich nehme an, die meisten wissen das, für mich ist es unerträglich, und das sind eben die Nachteile einer Demokratie, dass eine demokratisch gewählte Partei bei uns, und du erlebst das ja nun ganz anders, im Bundestag sitzt, für mich etwas Unverständliches. Und ich bin nicht bereit, die Äußerungen der führenden Politiker, die wir dort hören und die publiziert sind, letztendlich hier zu wiederholen. Aber wir haben das klar ausgegrenzt. Und wir haben klar als Verein auch gesagt, wer dort ist, wer diese Partei wählt, kann nicht Mitglied von Eintracht Frankfurt sein. Weil als... Als Mitglied unterschreibst du freiwillig für 70, 80 oder 100 Euro im Monat ein Mitgliedsamt. Freiwillig, da zwingt dich keiner dazu. Da kann der Fischer oder der Omid oder egal wer machen, was er will. Keiner, freiwillig. Und das heißt freiwillig, das ist meine Satzung. Dem letztendlich, dem folge ich, so lebe ich und das will ich und das unterstütze ich damit. Und wenn du das tust, dann kannst du nicht, was diese Nazis letztendlich in ihrem Programm haben und wie sie sich darstellen, das passt einfach nicht zusammen. Und das geht nicht. Und das wird sich bei mir und in unserem Verein auch nie ändern. Bei 52.000 Leuten im Stadion hast du ein paar Leute dabei, die AfD wählen. Kannst du machen, was du willst bei diesen Idioten. Aber hier versuchen wir das letztendlich ganz strikt zu machen. Und wie schön ist, dass aus allen Vereinen, und das ist etwas, wo mein Herz aufgeht, weil du von anderen Bundesligisten gesprochen hast, wo viele sehr, sehr defensiv sind, dass ich Tausende von neuen Mitgliedern bekommen habe, wo quasi immer dasselbe drunter steht. Mhm. Die sind in Hamburg, die sind auch in Offenbach Mitglied. Egal wo die sind. Ich sage das ganz bewusst, ob die bei Bayern München sind oder Mönchengladbach. Ich kann alle Vereine aufzählen. Wir sagen, in den Farben getrennt, wenn wir gegeneinander spielen, wollen wir euch weghauen. Da sind wir sportliche Konkurrenten. Aber ich trete als passives Mitglied in diesem Verein ein, weil ich diese Werte und das, was ihr tut, solidarisch unterstütze. Und das war ein großes Zeichen. Wir sind überall mehr, wir sind nur zu leise. So ist es. Und deshalb ist ja wahrscheinlich nicht nur im Netz das wichtigste Gebot, dass die Guten einfach lauter werden. Und dafür stehst du. Dafür möchte ich dir herzlich danken. Ich habe eine letzte Frage. Du bist ja... Du bist gerade für Barcelona. Das war immer die letzte Frage in all diesen Tagen. Ich habe zwei Fragen noch. Also, ich habe den Vorsitz noch eines Vereins inne, und das ist der Eintracht Feinklub im Bundestag. Ja. Und du bist ja unser Ehrenmitglied. Und ich bin dankbar, dass du diese Ehrenmitgliedschaft auch angenommen hast. Falls ihr es nicht wisst, seit er Ehrenmitglied ist, haben wir keinen einzigen Aufnahmeantrag auch noch aus der AfD bekommen. Das kann auch zufällig sein, glaube ich nicht. Aber
Du hast uns ja damals beehrt mit deinem Besuch und die Ehrenmitgliedschaft angenommen und uns erzählt, warum du das machst gegen die AfD. Und hast es ja sehr stark auch historisch begründet. Und hast auch erzählt, dass du aus einer Generation kommst, die erlebt hat, wie das Land wieder aufgebaut wird und weiß, wie wichtig zum Beispiel Europa ist. Und alle, die diese europäische Einigkeit auch unterminieren, die wollen Krieg. Und dementsprechend ist es selbstverständlich, dagegen aufzustehen. Wir haben jetzt viele, viele Jahrzehnte später weiterhin Rassismus in diesem Land. Du hast es selber gesagt, du hast dich sehr, sehr bemüht und stehst ja immer mit Tat und Rat zur Seite und hilfst den Familien der Hinterbliebenen, der Opfer in Hanau. Dieser Anschlag, dieser Terroranschlag vom 19. Februar war ja eine massive Zäsur für viele Leute, auch biografisch, für viele Leute, die gedacht haben, der Boden unter ihren Füßen bricht weg hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet, wo wir es niemals gedacht hätten, passiert sowas. Drei Häuserblocks entfernt von der Midnight Bar hatte ich meine Freundin, die ich jahrelang besucht habe. Ich kenne selber auch die Gegend, geht vielen hier so. Was macht mit dir, gerade jetzt in dieser historischen langen Linie, was macht Hanau mit dir? Und was glaubst du, was Hanau mit dieser Gesellschaft macht? Also ich denke, es war schon eine Zäsur. Ich denke schon, das war ein ganz, ganz lautes Zeichen, lauter zu werden. Wir haben das ja auch gemerkt. Wir haben es gemerkt, weil vor allem die hinterbliebenen Familien unglaublich viel und irrsinnig gewirkt haben, also für Aufklärung letztendlich. Denn da gibt es noch viele Dinge, die ungeklärt sind. Das würde jetzt zu tief führen. Aber vor allen Dingen ist ein Zeichen bei mir geblieben, was verstärkt hat. Es fängt immer mit Worten an. Es fängt so oft mit Worten an. Wir und gerade ihr seid alle viel, viel jünger. Ihr seid ja eine Generation, die das, was wir hier in der Hand haben und den Computern unglaublich beherrschen. Ihr seht das in den sozialen Netzwerken und sowas. Wir merken, mit wie vielen Worten und mit schlimmen Dingen etwas angefangen hat. Und wir sehen, dass aus diesen Worten Taten werden. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz, ganz wichtig, mich auch politisch eben dafür einzusetzen, dass wir klare Rechtsprechungen brauchen und dass wir ganz massiv gegen diese Täter im Netz vorgehen, die auf ihrem Sofa sitzen zu Hause und glauben, den Journalisten spielen zu können mit ihren Fake News oder noch viel schlimmer mit den rechtsradikalen Aufrufen zu Terror, zu Mord und zu Totschlag. Das, was wir dort lesen. Und dort glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig, viel rigider zu sein, viel härter durchzugreifen, viel früher zu sagen, der oder die muss weg und dort ganz klare Grenzen zu zeigen, dass dieser Staat mit seiner Demokratie Kraft genug hat und Stärke genug hat, diese Dinge zu unterbinden. Das ist etwas, was ich stark aus Hanau mitgenommen habe und was mir sehr, sehr am Herzen ist. Wehret den Anfängen, seid wachsam und passt darauf auf. Und passt ihr auch darauf auf, was dort alles passiert. Die müssen alle weg. Die müssen alle weg. Wir wollen euch nicht. Wir sind mehr und wir werden immer lauter. Herzlichen Dank, Peter. Ich kann das nicht nur unterstreichen und bin nicht nur dankbar, sondern so wie du sagst, Rassismus tötet, aber vorher grenzt er aus. Und das macht er im Betrieb, das macht er in der Kneipe, das macht er auf der Straße, das macht er in der U-Bahn. Und das ist der Job, genau das zu verhindern, damit er nicht am Ende der Fahnenstange auch tötet. Dafür stehst du, dafür steht der Verein. Du musst mir noch erzählen, welchen rechten Abwehrspieler wir noch holen, das interessiert mich brennend. Aber ich bin einfach nur dankbar, dass du uns heute hier beehrt hast, das mit dem Abwehrspieler und das mit den Tickets. Das klären wir gleich im Anschluss, wenn die Kamera nicht so ganz gucken, weil wenn du die Namen sagst, dann wird er teurer, der Spieler, den wir da holen wollen. Das wollen wir natürlich nicht. Herzlichen Dank, lieber Peter, für dass du uns beehrt hast. Und bitte, gerne, sag sie. Gerne. Bitte. Der gute Ton. Und für euch als letztes, seid laut und mutig. Wir brauchen euch. Tausend Dank dir. Wir machen gleich weiter, aber vorher will ich auf etwas hinweisen. Um 20.30 Uhr, das ist in ungefähr 60 Sekunden, ist Earth Hour. Das ist eine ganz, ganz wichtige
Geschichte, die es weltweit gibt. Da geht es darum, dass wir eine Stunde lang die Lichter ausmachen. Das können wir hier nicht, sonst können wir nicht streamen, sonst könnten wir euch nicht hier noch einige wundervolle Gäste zeigen. Aber um in, jetzt, hessisches Abitur ist immer super. In 34 Sekunden mache ich hier mal ein Licht aus. Und wenn ihr das zu Hause machen könntet, für eine Stunde oder kürzer oder länger, für wie es auch immer euch auch möglich ist, ist es einfach gut und wichtig. Es geht darum, hier ein klares Zeichen zu setzen für Klimaschutz, für Energieeinsparung. Und ehrlich gesagt, in diesen Zeiten, in denen der grüne Energieminister in Katar Gas kaufen muss, was wir nie wollten, aber das macht das machen die schlecht gemachten Hausaufgaben der Vorgängerregierungen nötig. Und der Krieg, den wir gerade haben, könnt ihr bitte, bitte nicht nur Robert Habeck, sondern auch der Bundesregierung helfen mit Energiesparen, mit langsamer fahren, wenn es nicht sein muss, beispielsweise. Unabhängig davon, dass wir selbstverständlich weiter kämpfen werden für ein Tempolimit. Jetzt gibt es irgendwie Musik oder so? Gibt keine Musik? Okay. Jetzt machen wir weiter? Jetzt machen wir weiter. Saba, kommst du bitte zu mir. Grüß bitte Saba nur. Schön, dass du da bist. Ich muss jetzt nachgucken, damit ich einen korrekten Titel ansage. Sonst sage ich irgendwie was Falsches. Es ist ein bisschen kompliziert, zumindest für mein kleines Gehirn. Bitte um Entschuldigung. Weil du bist nämlich... also Bildungsstätte Anne Frank, ja, und jetzt muss ich noch mal gucken, du bist die Leiterin der politischen Bildung, sagst du selber. Schön, dass du da bist. Danke, vielen Dank, danke für die Einladung. Ich bin aktuell vor allem in Elternzeit. Danke, dass du trotzdem bei uns. Und davor habe ich einige Jahre die pädagogischen Programme und Projekte in der Bildungsstätte Anne Frank geleitet. Genau. Du hast auch viel zu tun gehabt mit der Arbeit, die wir gerade vorhin besprochen haben, mit Hanau. Erzähl doch mal. Ja, wir haben sehr vieles Verschiedenes gemacht. Also zum einen ist in der Bildungsstätte Anne Frank ja auch die Beratungsstelle für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt angesiedelt. Die heißt Response. Das heißt, dass die Kolleginnen und Kollegen direkt vor Ort gewesen sind und auch eben Angehörige, Menschen, die eben auch vor Ort gewesen sind, beraten haben, alles, was sie gebraucht haben in dem Zeitraum, was man da sozusagen machen kann. Das heißt, einige. Was haben Sie denn gebraucht? Naja, das eine ist natürlich die Unterstützung nach diesem großen Schock. Also sozusagen, es ging tatsächlich auch um Menschen, die knapp davongekommen sind, auch in der Schita aber anwesend gewesen sind. Aber es war noch viel mehr. Es ging auch tatsächlich um so Fragen wie, naja, wie wird es jetzt organisiert? Es geht um Beerdigung etc. Wie sozusagen komme ich an die Informationen? Was ist mit der Aufklärung? Was muss noch festgehalten werden, bevor es irgendwie verwischt und so weiter und so fort? Also es waren sehr viele Fragen. Und ich weiß nur auch von den Kolleginnen, dass es natürlich vor allem aber die Trauer gewesen ist und der Schock, der bis immer noch sehr tief sitzt. Wie kann man dem Abhilfe schaffen? Kann man das überhaupt? Gute Frage. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist ein langer Prozess und ist die Frage, ob man das, also kann man dem Abhilfe, also ist das die richtige Frage? Ich meine, die Frage ist, wie kann man damit umgehen? Ne? Also sozusagen, wie kann man mit so einem großen Verlust, das ist das eine, aber vor allem der Schock, dass so etwas in Deutschland 2019 überhaupt passieren kann, wenn Menschen entspannt an einem Abend irgendwo ihren Tag ausklingen lassen in einer Shisha-Bar, die für viele Menschen eben auch ein Rückzugsort ist. Das hat natürlich mit den Menschen ihr Leben komplett verändert. Ne? Also, was hat es für dich bedeutet, dieser Abend? Vieles. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war einen Abend vorher, hatte ich mit einer mir sehr nahestehenden Person gesprochen, die mir erzählte, sozusagen einige Minuten, Stunden, dann, nachdem es passiert ist, dass die vergangene Woche auch in dieser Shisha-Bar war. Das heißt, ich verbinde diesen Anschlag sehr stark mit dieser Person. Einfach nur, das hast du vorhin auch erzählt, du warst in der Gegend öfter, weil deine Freundin dort gelebt hat, dass es einen sehr persönlichen Bezug auf einmal bekommen hat. Und nicht irgendwo sterben Menschen und irgendwas passiert, sondern es ist doch irgendwie vor deiner Haustür und es hätte auch jemand treffen können, den du gut kennst. Und das macht das alles nochmal anders. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich sehr viel Wut. Und die Frage, also können wir sowas verhindern? Können wir so etwas künftig überhaupt verhindern? Ich habe dann viel an, natürlich AfD, darüber hat Peter Fischer eben auch gerade gesprochen, aus Worten werden Taten. Mir sind sofort die Bilder sozusagen in den Kopf gesprungen, wie die Shisha-Bar überhaupt als irgendein relevanter Ort
geworden ist. Ne? Es gab davor, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen auch dran, Wahlplakate auch von der AfD hier in Hessen, Razzias in Shisha-Bars und Vergewaltigungen, die dort passieren und so weiter und so fort. Also dieser Ort wurde erst dann als ein relevanter Ort, wo migrantische Menschen überhaupt abhängen, ne, wo sie überhaupt sind, wurde durch die AfD überhaupt sozusagen erstmal fokussiert. Und das ist ganz richtig, aus Worten werden eben Taten, wenn sozusagen sichtbar ist, hier sind Menschen, die zusammenkommen, POCs, Menschen eben, die von Rassismus betroffen sind, dann wird das auch ein Ort, der vielleicht eben auch ein Angriff sein kann für einen so Verrückten, also für so einen Rassisten, wie es geworden ist. Ja. Du hast ja selbst gesagt, dass du ja für die pädagogische Arbeit maßgeblich zuständig warst, dass du hast nicht nur sehr viel mit jungen Leuten zu tun, vielleicht aber damit angefangen. Was macht das mit denen? Nicht nur Hanna, sondern all das, was die erleben und erlebt haben. Und dann plötzlich dieser tiefe Fall. Also viele junge Menschen, die wir in den Wochen und Tagen danach, sage ich jetzt eigentlich direkt die Tage danach, mit denen wir gesprochen hatten, waren vor allem darüber erschüttert, dass in der Schule nicht darüber gesprochen wurde. Also, und es waren Menschen, die selbst eben auch Jugendliche, migrantische Jugendliche, die Rassismus auch aus dem Alltag kennen. Und am nächsten Tag in die Schule sind und der Mathelehrer hat einfach losgelegt. Und die haben sich gefragt, es kann doch nicht sein, irgendwie, wir müssen noch drüber reden. Und das war die ersten Tage wirklich, also wirklich für mich auch schockierend, dass sozusagen die Schlagzeilen sich irgendwann auch, also es war irgendwann nicht mehr so relevant. Ich weiß, heute ist es anders. Ich habe das Gefühl, also es gibt eine große Aufmerksamkeit. Das ist die Arbeit von den Angehörigen vor allem gewesen und den Hinterbliebenen, als auch eben der aktivistischen Arbeit vor Ort, dass wir heute so viel immer noch über Hanau sprechen. Aber zunächst einmal war es so, dass sich viele alleingelassen gefühlt haben. Ne? Also sozusagen wir reden nicht darüber und passiert nichts. Und in den sozialen Medien, ich meine, das ist dort, wo die Jugendlichen abhängen, ging es halt nur um Hanau natürlich, ne? Um Rassismus und was ist passiert. Und die ersten Tage auch noch vor allem irgendwie, also wer war es eigentlich und ist es überhaupt ein rassistischer Mord? Allein sozusagen, dass die Frage noch gestellt worden ist, hat viele auch wütend gemacht. Aber es war auch genauso für Erwachsene natürlich. Also ich meine, das eine ist mit Jugendlichen, aber auch für Erwachsene ein großer, großer Schock. Ich habe wenige Tage später auch eine Fortbildung gehabt mit Pädagoginnen, die in der Gegend dort auch gelebt haben. Und es war ganz interessant, mit denen darüber zu sprechen, weil sie gesagt haben, ich habe das Gefühl gehabt, also es war so ein Zitat von einer Lehrerin, eigentlich habe ich nichts mit Rassismus zu tun, aber dieser Anschlag hat irgendwas verändert. Ich habe das Gefühl, es geht mich doch etwas an. Mhm. Und andere wiederum gesagt haben, Hanau ist eine Multikulti-Stadt, überhaupt Rhein-Main ist Multikulti, hier hat Rassismus doch nichts zu suchen. Deshalb, es war nur ein Einzeltäter, ne? Sozusagen, es war denen wichtig zu sagen, es ist nicht etwas, was, also sie haben nicht einsehen wollen oder wahrhaben wollen, sagen wir es eher so rum, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist. Ich habe, glaube ich, gestern einen Zeitungsbericht über eine Schule in Hessen. Ich will jetzt, das bringt jetzt nichts, das jetzt irgendwie den Namen zu sagen, und ich kenne auch den Fall nur aus diesem einen Artikel, bei dem zwei Schülerinnen davon berichten, dass sie beim Geschichtsunterricht aus einer Rede von Martin Luther King das N-Wort nicht aussprechen wollten und jetzt auseinandergesetzt wurden, quasi kurz vor der mittleren Reife jetzt in getrennte Klassen geschickt wurden und ihnen auch mit Schulverweis gedroht ist. Mhm. Und du hast gerade auch gesagt, dass ganz viele der Jugendlichen sagen, es ist danach im Unterricht überhaupt kein Thema gewesen, es ist in der Schule überhaupt nicht angesprochen worden. Was ist da falsch bei den pädagogischen Kräften? Genau, das ist der Fall bei der pädagogischen Ausbildung oder was auch immer. Also das eine ist Institution Schule, da läuft einiges falsch, das definitiv. Wenn wir darüber sprechen, wenn es um Lehrkräfte geht, dann ist es, also da fehlt in der Ausbildung die Kompetenz, mit Rassismus umzugehen, das zu erlernen. Es ist etwas, was nicht in der Hochschulausbildung vorkommt. Ich kann für Chemie Expertin sein und Chemie irgendwie später unterrichten. Ich kann andere Fächer unterrichten, aber ich muss mit Rassismus nichts zu tun haben, obwohl das etwas ist, was eine Querschnittsaufgabe sein sollte. Das ist etwas, was wir schon sehr lange fordern und dafür eben auch, also politische Arbeit auch dafür genau machen, zu sagen, es muss implementiert werden in der Ausbildung von Lehrkräften oder auch von anderen allen pädagogischen Fachkräften, dass sie sich mit Rassismus auseinandersetzen, auch mit Antisemitismus. Wir können auch sozusagen den Kofferbegriff nehmen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es geht darum, dass man sich mit diesen Abwertungsformen in der Ausbildung auseinandersetzt. Aber nicht nur Schule. Also wenn ich das nur kurz erwähnen darf, wir haben in den vergangenen Jahren vor allem die Erfahrung gemacht,
Also es ist eine Tatsache. Natürlich ist es etwas, was überall ein Thema ist. Also es ist nicht nur etwas, was die Institution Schule braucht. Wir haben eine Vereinbarung mit der Fraport OG zum Beispiel und arbeiten mit Flughafenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil sie auch irgendwie gemerkt haben, Rassismus ist hier auch relevant, wir müssen dazu arbeiten. Ich habe mal eine Fortbildung gemacht mit Hebammen, weil die auch die Frage sich gestellt haben, kann es sein, dass wir vielleicht in unserer Arbeit auch irgendwie rassistisch sind. Das ist alles nach Hanau, alles nach Black Lives Matter sozusagen, alles nach diesem Frühling, diesem Sommer, wo die Aufmerksamkeit wirklich sehr groß geworden ist. Und das ist genau wichtig, also zu verstehen Rassismus oder sozusagen zu verstehen, was es ist, wo es beginnt, ist eine Querschnittsaufgabe für die Gesellschaft und muss wirklich in allen Bereichen und Branchen sozusagen auch gelernt werden. Ich bin mit 13 aus dem Iran nach Deutschland gekommen und habe dort jeden Morgen auf dem Schulhof, wir haben erstmal einen Morgenappell gemacht und dann haben wir erstmal gerufen, dass wir Israel zerstören werden. Das über Staatsdoktrin. Und das ist uns Kindern natürlich eingeimpft worden, von vorne bis hinten. Mhm. Und ich habe von einer Lehrerin in meiner Klasse gelernt, dass das einfach infame Scheiße ist, das zu sagen. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass du dieses Thema ansprichst, weil es so wichtig ist, was Lehrerinnen und Lehrer da machen. Weil es wirklich einen riesen Impact hat, weil es Einfluss hat, weil das die Kinder auch mitformt. Und deshalb ist es ja notwendig, da dran zu bleiben. Du hast den Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit genannt. Ich bin hessisches Abitur, Studienabbrecher, habe keinerlei akademische Meriten, aber wenn ich mich recht entsinne, kommt das ja aus der Langzeitstudie der Uni Bielefeld, deutsche Zustände. Mhm. Und dort ist die Kernaussage über Jahre, und ich glaube mehr als ein Jahrzehnt beobachtet, wer Sexist ist, ist in der Regel auch Rassist, wer Rassist ist, ist auch Antisemit, wer Antisemit ist, ist auch Antiziganist und ist homophob und so weiter. Es ist nicht, geht nicht auf einzelne Personen, aber dass diese menschenverachtenden, gruppenbezogene Menschenverachtung natürlich immer weiterzieht und immer größere Kreise zieht. Wo fängt man denn da an, um dagegen zu arbeiten? Vielleicht genau dort. Also die Frage ist, wenn es um die Bildungsarbeit geht, dann geht es erstmal ganz allgemein um Vorurteile gegen die verschiedensten Gruppen, die man haben kann. Also der Begriff mag sperrig klingen, aber es ist jetzt akademisch oder nicht. Das ist ein Kofferbegriff. Egal. Ich habe ihn Kofferbegriff genannt gerade. Weil man alles da reingeschmissen hat. Heißt das so? Okay, genau. Kann ich nicht. Das klingt so ein bisschen abwertend, aber der hat Vor- und Nachteile. Bitte? Ich kann auch, niemand kennt Kofferbegriff. Nein? Jetzt habt ihr es alle kennengelernt. Danke. Ja. Genau, das ist das Gute. Es gibt Vor- und Nachteile mit diesem Begriff. Also Kofferbegriff kann sozusagen auch was Positives sein. Damit ist sehr vieles gemeint. Und die Idee dahinter ist, und das hast du ja gerade beschrieben, der Funke kann schnell überspringen. Ne? Während einer sozusagen überzeugter Rassist ist, kann er aber im nächsten Moment eben auch Sexist sein und so weiter und so fort. Es geht darum, dass ich Menschen abwerte, weil sie nicht so sind wie ich oder weil ich sie ausgrenze. Und so fangen wir auch in unserer Bildungsarbeit an. Ich fange erstmal sozusagen ganz low-level, sage ich mal, Vorurteile gegen Menschen aufgrund äußerer Merkmale, aufgrund ihres Geschlechts und so weiter und so fort. Ob ich dann den Begriff sozusagen wirklich dafür brauche, ist eine andere Frage. Aber der ist sehr hilfreich, wenn es darum geht, das gesamte Konzept zu verstehen und nicht und gleich sozusagen diesem Argument, es geht immer nur um Rassismus, was ist eigentlich mit uns und gibt ja auch noch andere Gruppen, Antiziganismus hast du genannt, Sinti und Roma, Schwarzmenschen und so weiter und so fort, also dass sozusagen alle Gruppen, marginalisierte Gruppen auch berücksichtigt werden. Habt ihr eigentlich diesen Spiegel noch in der Bildungsstätte? Welchen Spiegel? Es gab so einen Spiegel, wo man sich da vorgestellt hat, der war so interaktiv. Ach so, digital. Ja, das ist... Erzählung mal, der ist genial. So, gut, das ist ein... jetzt komme ich erst drauf. Wir nennen den gar nicht so deshalb. Wir nennen den Scanner. Ja, das ist ja das, was wir du da beschrieben hast. Wir nennen den Scanner deshalb. Entschuldigung, ja, okay. Der Scanner, ja, okay. Den haben wir noch. Das ist unser... Aber man sieht dich selber schon da drin. Man sieht sich immer noch drin, genau. Das ist eine Station, sage ich jetzt mal, in unserem riesengroßen Lernlabor. Das nennt sich Anne Frank Morgen mehr. Hochtechnologisiert, also man läuft mit iPad durch die Gegend und dann gibt es diesen Scanner und man kann sich davor hinstellen. Da geht es um Diskriminierung in diesem Bereich. Warum man sich da vorne hinstellt, ist, weil man wird gescannt und kriegt sozusagen dann eine Beurteilung. Sowas wie, du hast einen zu großen Kopf und deshalb bist du wahrscheinlich Opernliebhaber oder so. Ist total absurd, ist das irgendwie zusammengewürfelt. Ist hier jemand Opernliebhaber? Danke, es ist völlig absurd, du hast völlig recht. Ja. Genau, aber nicht wegen einem großen Kopf oder sowas, ne? Das ist die Frage. Und es geht eigentlich darum, Diskriminierung zu verstehen. Wirklich ganz simpel, runtergebrochen auf,
ja, ich sehe jemanden mit bestimmter Hautfarbe oder Kopftuch und ich gehe davon aus, na, diese Person ist wahrscheinlich irgendwie gewalttätig oder diese Person ist wahrscheinlich kriminell und so weiter und so fort. Also es geht genau um dieses Denkmuster, was bei uns ganz schnell funktioniert. Also niemand geht drei Schritte durch, wenn man jemanden auf der Straße sieht und ihn sozusagen in eine Schublade steckt. Aber es geht für Jugendliche, aber auch Erwachsene im Lernlabor darum, das zu verlernen. Ne? Also ich habe diese Vorurteile, die sind ganz normal. Jetzt lasst uns die reflektieren, darum geht's. Wie hat denn Corona eure Arbeit verändert? Wie macht man denn Antirassismusarbeit, wenn man die Leute nicht mehr greifen kann? Digital, also Zoom, dank Zoom und Teams. Wir sind relativ schnell umgestiegen, das ist ja jetzt 2 Jahre her. Das ist nicht dasselbe, das stimmt. Es gibt, da haben wir uns sozusagen reingefuchst, haben ziemlich schnell erstmal angefangen, unsere Konzepte zu transferieren, zu gucken, was kann man eigentlich alles über Zoom machen, in Kleingruppen und so weiter und so fort. Also wir haben unsere Konzepte tatsächlich in die digitale Welt mit vielen Tools, die es dann mit der Zeit immer mehr auch gab, transferiert und haben weiterhin mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen gearbeitet. Oder wir haben wir haben sehr viele Panels einfach organisiert, die online gewesen sind, haben die Kommentarfunktion angelassen und haben auch viel mehr Arbeit dadurch gehabt, weil anonym lässt sich natürlich viel besser pöbeln und rassistisch irgendwie beleidigen. Aber diesen Transfer haben wir tatsächlich vor 2 Jahren gemacht und da sind wir immer noch dabei. Es ist ja nicht so, dass es weniger Rassismus gab vor der Einführung der sozialen Medien. Aber das ist ja jetzt ganz anders geballt. Mhm. Wie hat das alles verändert? Klar, das ist immer wieder wichtig, auch sich daran zu erinnern, dass Rassismus nicht nur erst seit kurzem da ist, auch nicht seit 2016, seitdem die AfD im Bundestag ist, natürlich auch schon davor. Man spricht von verschiedenen Zäsuren. 2011, Thilo Sarrazin mit Deutschland schafft sich ab, sozusagen, das ist auch nochmal eine krasse Zäsur, wenn es um Rassismus geht, als er über Kopftuchmädchen und so weiter. Wer hat dieses Buch gelesen? 3 Leute. Ich auch. Hast du das gelesen? Ich habe es nicht ganz gelesen, ich kenne nur Teile. Ne? Ich stand mal an der Hauptwache und da kam jemand vorbei und sagte, ich sitze ja nicht gegen Sie, ich wollte ihm Flyer geben für, ich weiß gar nicht, welche Wahl das war. Ich sage, es ist ja nicht gegen Sie persönlich, aber habe Sie nicht das Buch gelesen? Ich sage, wie das Buch? Das Buch? Die Bibel oder was? Nein, das Buch. Was meinen Sie denn damit? Ja, das Buch von Thilo Sarrazin. Ach so, Sie meinen das Buch, in dem drin steht, wie war das nochmal? Dass Katholiken dümmer sind als Protestanten? Das steht da drin. Mhm. Wusstet ihr das? Da steht, Katholiken sind dümmer als Protestanten, weil... oder was andersrum? Nee, Katholiken sind dümmer als Protestanten, weil über die Jahrhunderte war das ja so, die Leute... Wusstest du das nicht, Peter? Also, Katholiken sind dümmer als Protestanten, so Thilo Sarrazin. Weil über Jahrhunderte war es ja so, die Kinder hatten es ja nur an einem Ort gut, wo sie es warm hatten, wo sie genug zu essen hatten und wo sie auch was gelernt haben, wo sie lesen und schreiben gelernt haben und dementsprechend auch Wissen gewachsen ist. Das waren die Pfarrhäuser. Bei den Katholiken gab es ja keine Kinder im Pfarrhaus. So sagt man. Und das steht auch da drin. Also da hat das verkauft natürlich mit dieser anderen Geschichte, aber das ist einfach von vorne bis hinten menschenverachtend schlicht gegen alle. Und ich verstehe die ganze Zeit nicht, warum das die Leute, die das lesen und nicht lesen, aber feiern, einfach nicht verstehen, dass das gegen die selber geht. An anderer Stelle steht im Übrigen, die Leute werden in Baden-Württemberg viel klüger als in Mecklenburg-Vorpommern. In Baden-Württemberg sind sie aber eher katholisch als in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist egal, aufhören. Ja, es wird ja vor allem als antimuslimisches Buch gelesen. Ja, klar, aber deshalb es ist halt einfach... Deshalb hat er sein zweites Buch auch komplett dem gewidmet. Ne? Und nee, das Buch, also die Grundthese ist, da Intelligenz vererbt wird... Genau. Braucht man nicht so viel Geld in Bildung zu stecken. Das ist erst, das ist die These dieses Buches. Und das ist, aber es hat trotzdem hat natürlich reingehauen wie wahnsinnig und hat, glaube ich, irgendwie die gesamte Szenerie der Diskussion massiv verändert. Ja, total. Ich meine, er hat den Begriff der Kopftuchmädchen, also den Abwertenden eingeführt, den heute Alice Weidel ganz locker sozusagen in der Bundestagsrede benutzt, als ob es sozusagen ein Begriff ist, irgendwie, den man benutzt. Du warst, ich habe dich unterbrochen, du warst bei den verschiedenen Zäsuren.
Ich wollte es auch nur kurz machen und sagen, das ist das eine gewesen, also sozusagen, da hat sich sehr viel verändert, die Verrohung sozusagen der Sprache, darüber spricht man, oder das bezeichnet man so, es ist salonfähig geworden, rassistisch zu sein, antisemitisch und sexistisch und so weiter. Und in den sozialen Medien findet es sozusagen nochmal, es ist eine Art Booster nochmal, weil da Menschen natürlich auf eine, also anonym auf eine, kommentieren können und liken und disliken können etc. Und dadurch wir das Gefühl haben, es ist noch viel, viel mehr, es ist aber einfach nur vehementer. Mhm. An sich sind die rassistischen Gedanken schon immer natürlich da. Also wir machen die Arbeit auch schon seit zweieinhalb Jahrzehnten so. Und die ist jetzt nur gefühlt irgendwie dringender, weil viel mehr Menschen darüber sprechen. Und nach 2016 sowieso, also das würde ich bei uns in der Arbeit als Zäsur sehen, wie viele danach den Bedarf hatten, wir müssen irgendwas gegen Rassismus im Betrieb tun oder so, weil irgendwie kommt es näher oder es ist jetzt noch viel lauter. Es ist... Es ist dringend notwendig, dass wir die Stoppschilder aufstellen. Das ist ja, glaube ich, das Thema. Deshalb gibt es auch diese Woche, deshalb gibt es auch diesen Tag, solche Events wie diese und sehr viele andere mehr. Wobei ich auch sagen muss, ich dachte ja, ich wäre Shitstorm erprobt. Mhm. Und es gibt eine E-Mail, die kennen hier alle, habe ich schon 10.000 Mal vorgelesen. Die sind manchmal auch sehr lustig, diese Hassschriften, wenn da steht, aus dem Iran, ne? Du scheiß Araber, geh zurück in die Türkei. Das ist immer super, aber wir haben einfach zu wenig Globen in diesem Land, die wir noch verteilen müssen. Aber seit ich Bundesvorsitzender bin, zusammen mit Ricarda Lang, muss ich einfach erleben, dass, wenn es um Frauen geht, es einfach eine andere Intensität hat, eine andere Tiefe hat, eine andere Gehässigkeit hat und eine andere Quantität hat auch. Mhm. Warum? Ganz einfach, weil Frauen eben auch zur marginalisierten Gruppe gehören. Sie sind keine Minderheit, aber sie gehören, also Sexismus ist immer noch ein ganz großes Problem. Darunter leiden dann eben Männer sozusagen nicht. Also wenn wir das sozusagen weiter einfach nur spinnen, dann, was heißt spinnen, das weiß man. Also Frauen, die auf Color sind, Migrationsgeschichte haben, erleben das sozusagen dann auch nochmal doppelt, weil sie zum einen rassistische Erfahrungen machen, aber eben auch sexistische und so weiter. Also bei Frauen sozusagen, die in der Öffentlichkeit kommt das immer, immer on top dazu. Ich habe eine letzte Frage. Wo kriege ich Eintracht? Nee. Was erwartest du eigentlich von uns in der Politik? Was sollen wir tun? Weil dieses Stoppschild an allen Ecken und Kanten und an jeder Baustelle gleichzeitig, das ist sehr, sehr groß und sehr viel. Aber wir müssen ja tun. Wir müssen ja weit mehr tun, als wir bisher tun. Weil hätten wir genug gemacht, bräuchte es keine internationale Woche gegen Rassismus. Gesetze, das Demokratiefördergesetz zum Beispiel. Kommt. Mhm. Langfristige Förderung. Also, gesagt, es kommt. Es steht, also, mir musst du nicht glauben. Wo ist Debbie nochmal? Debbie, sie sorgt dafür, versprochen. Wenn es nicht kommt, Debbie Düring wird dafür sorgen, versprochen. Okay, da, wo du nicht Ja sagen wirst, ist das Stiftungsgesetz. Mhm. Noch viel komplizierter. Wir haben aktuell immer noch die Kampagne gegen die AfD in der Erasmus-Stiftung am Laufen. Sie wurde zumindest nicht jetzt gerade berücksichtigt. Also es geht darum, dass die Desiderius Erasmus-Stiftung der AfD schon lange tätig ist, aber noch keine Haushaltsmittel bekommen hat und wir seit 2 Jahren eine Kampagne dagegen am Laufen haben in der Bildungsstätte Anne Frank, wo es darum geht, keine Steuergelder für die Erasmus-Stiftung zuzulassen. Und also tatsächlich wurde die Stiftung dieses Haushaltsjahr jetzt erstmal nicht berücksichtigt. Damit ist aber eigentlich, hat sich die Politik nur ein bisschen Zeit geschenkt, ein Stiftungsgesetz zu erlassen. Machst du das? Wir sind dran. Okay. Aber darf ich noch ein Gesetz sagen? Wir müssen ganz dringend das heißt nicht mal Antidiskriminierungsgesetz, wie es mal heißen sollte, sondern das allgemeine Gleichstellungsgesetz einfach auf alle Rechtsbereiche ausweiten. Mhm. Das ist auch etwas, was wir beispielsweise vereinbart haben, was wir jetzt mal beginnen müssen zu machen. Aber wenn ich jetzt noch eine letzte Frage stellen darf, reicht es, Gesetze zu machen oder geht es auch nicht um Haltung? Es gab mal in den 90ern diesen Spruch, Aufstand der Anständigen. Mhm. Braucht es nicht auch einen Aufstand der Zuständigen? Und es ist nicht unser Job zu drängen, dass es dass die Polizei und Bundeswehr nicht ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern dass da niemanden gibt, der rassistisches Gedankengut in sich trägt. Und dass die Justiz auch an der richtigen Stelle auch weiß, wo man aufstehen muss. Mhm. Ganz wichtig, Haltung muss definitiv, es ist der springende Punkt, sie wird vor allem durch gute Bildung möglich.
wenn ich sozusagen einen Raum bekomme, wo ich mich selbst reflektieren darf, wo ich meine Vorurteile, die ich habe, erstmal äußern darf und sie dann auch wieder verlernen kann, weil wenn ich Rassismus lernen kann, kann ich es auch verlernen. Es braucht diese Räume und es braucht deshalb Bildung, deshalb Demokratiefördergesetz. Und es braucht Vorbilder wie Peter Fischer, wie Saban Ochima. Und wie, und ihr werdet sie nachher sehen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Musik gibt oder nicht, keine Ahnung, ich kriege gleich eine Regieanweisung, wie Enisa Amani. Ein riesen Beifall bitte für Saban Ochima. Tausend Dank, dass du hier bist. Danke. Ich gehe. Hi. Hallo. Hi, freut mich. Und es läuft jetzt Musik, und was mache ich jetzt? Bitte? Weitermachen. Dann machen wir einfach weiter. Leute, sie ist wirklich da. Wenn ihr wüsstet, wie es geklappt hat, dass wir sie hingekriegt haben, fragt einfach nicht. Ja? Wir machen einfach weiter mit der Grimme-Preis. Ne? Also es sind so viele Sachen, über die man sagen kann. Grimme-Preisträgerin Enisa Amani, herzlich willkommen. Mein Spickzettel. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Tausend Dank, dass du uns beehrst. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns einmal gesehen bisher. Mhm. Das war auf der Premiere deines Filmes. Jawohl. Was ist mit dem Film passiert? Ich habe einen Kurzfilm geschrieben, Regie geführt und auch schon herausgebracht, wo es um Klimawandel ging und wo ein bisschen so... Fish, Boom, Bang, genialer Film. Dankeschön. Wo es ein bisschen so um mit Mittel einer urbaneren Sprache, einer Milieusprache und so rivalisierenden Pinguin-Gangs und Seehund-Gangs, aber eigentlich darauf aufmerksam gemacht wird, in welcher Klimakatastrophe wir uns schon befinden. Und ich glaube, das kam gut an. Ich hatte eine Premiere und da waren sehr viele fantastische Leute da. Du warst einer davon. Vielen Dank. Und der Film ist aber noch nicht draußen. Der weiß ich noch nicht, wann ich den raushaue. Es gab bisher nur eine Premiere. Dann darf ich jetzt irgendwie nicht spoilern, ne? Du kannst, ich habe den überall gespoilert, okay. Wo ich konnte. Okay. Es gibt so einen Drogenbaron, der guckt dann, wie diese Pinguine, das ist eigentlich, ich fand von all diesen grandiosen Pointen in diesem Film die beste von allen, der schaut, wie diese Pinguin-Gangs über den Klimawandel sich unterhalten, sich vermöbeln und alles Mögliche und der Eisbär noch dazu kommt und dann ruft er total empört in der Crack-Küche an und sagt, ey, es ist ernst mit dem Klimawandel. Ihr müsst jetzt den ganzen Koks endlich in Papier einwickeln, nie wieder in Plastik. Das ist wirklich ernst. Also es ging, also fantastisch erklärt, also war genau richtig. Es ging, also der Film hat einen animierten Teil, also halb Animation, halb echte Filme, wo ich auch großartige Schauspieler und Schauspielerinnen bekommen habe. Und die Idee war eben, dass eben eine Person oder in diesem Fall eben ein Krimineller, ein Drogenbaron, der überhaupt gar keinen, erstmal so keinen Zugang zur Tierwelt und den auch Klima und so, also der sich davon so unbetroffen fühlt und denkt, das hat ja mit meiner Welt gar nichts zu tun, dass er eben per Zufall, er sitzt da in seiner Villa im Whirlpool und schaut eben diese Animation. Und in der Animation sind eben zwei rivalisierende Gangs und diese Pinguine und diese Seehunde, die streiten sich um Fische, die so in Koffer verpackt sind, also eigentlich Drogen so, und benutzen halt auch eine sehr urbane Sprache. Wie spät ist es? Wie explizit darf ich werden? In 4 Minuten geht's los. In 4 Minuten, also quasi wie der eine sagt, so, was macht ihr in unserem Gebiet und verpisst euch aus unserem Gebiet, und der andere sagt, ich, deine Mutter und deine Mutter und alles sexistische. 3 Minuten. Genau, Frankfurter Grundsprache. Und darüber entsteht für ihn so ein Bezug, also dass er plötzlich denkt, so, hä, die haben ja anscheinend die gleichen Sorgen wie wir und die gleichen Probleme wie wir. Und dann kommt eben so ein sehr schlauer Eisbär von der Seite, der, als sich diese Gangs prügeln, der quasi sagt, ihr beschäftigt, und da ist halt so ein bisschen so diese von mir gewünschte Metaebene gewesen, dass man halt, eigentlich geht es ja um Menschen, also es geht ja nicht um Tiere, die sich da um Quatsch streiten, sondern Menschen, die aufgrund ihrer Gier und aufgrund ihren alltäglichen Sorgen und völlig erstmal auch da, egal ob sie kriminell unterwegs sind oder vielleicht auch legal unterwegs sind, aber eben so sehr mit dem eigenen Leben eingenommen sind, dass sie nicht merken, wie ernst das ist. Und dann kommt eben dieser schlaue Eisbär von der Seite und sagt, wenn ihr euch weiter eben um Quatsch streitet, haben wir bald nicht mal mehr ein Stückchen Eis, auf dem wir uns streiten können.
Und dieser, genau wie du gesagt hast, hat dann der, dieser Drogenkartellboss so das Gefühl so, oh wow, das sind Brüder von mir. Und ruft dann halt in dieser Lagerhalle an und sagt völlig irritiert seinen Leuten, die da für ihn arbeiten, sagt er so, ich will die Pinguine retten. Und die sind halt, was passiert hier gerade? Und also die Pinguine sind unsere Brüder, ich habe es gecheckt, ich will die retten. Und es ist ein sehr Kurzfilm, es ist 11 Minuten und ich bin aber sehr glücklich, weil das so aus meiner Feder gestammt hat und weil ich so versucht habe, so ein paar Themen da so reinzuquetschen, auch wie die Jungs im Lager sind und sich unterhalten und der eine sagt, Diversity ist wichtig und der andere sagt, was ist Diversity? Sagt der, Diversity bedeutet, dass von 3 Farben von Menschen anwesend sind. Also ich fand das so cool, dass, so, also dass man auch versucht hat, so ein bisschen auch, was Saba gerade so schön gesagt hat, dass halt inzwischen so Themen überall auch ankommen, auch in Gruppierungen, in allen Gruppierungen, die sich vielleicht auch erstmal mit irgendwas gar nicht befassen, aber auch da das Wort Diversity schon mal ankommt oder woanders und das wollte ich so ein bisschen da so rein. Das ist mein erster Film, der ist ein bisschen Schrott, aber ich glaube, ist hoffentlich der erste von einer Reihe von Kurzfilmen, die ich machen möchte. Du bist ja nicht nur Grimme-Preisträgerin, zum Grimme-Preis kommen wir gleich. Du bist nicht nur Comedian, Actress, Filmemacherin, du bist ja auch Greenpeace-Botschafterin. Und Greenpeace hat, bist du nicht? Ich weiß nicht, ob ich Botschafterin bin, aber ich stelle mal. Hast du behauptet da bei der Premiere? Habe ich das gesagt? Ja, ja. Also Greenpeace ist im Moment bei allen meinen Shows, bei allen meinen Projekten anwesend. Ich gebe denen meine Plattform, ich gebe meine Plattform allen, also allen. Ich gebe meine Plattform allen, auch die, die für, gegen Klima sind, denen auch. Nein, ich versuche allen, von deren Arbeit ich sehr viel halte, meine Plattform zur Verfügung zu stellen, auch mich selbst, auch meine Zeit, ehrlich gesagt, auch das. Und ob das jetzt UN Women ist, ob das ganz kleine Vereine sind, ob das dass Leute sind, die ich irgendwo treffe, die mir ihre Visitenkarte geben und sagen, ich habe eine Mini-Organisation, die aber das, das und das macht. Und Greenpeace, ich bin unfassbar, vielleicht kann ich das so direkt abrunden, so ich habe das Gefühl, das weiß ich von meiner eigenen Arbeit, dass Leute, die was machen, immer grundsätzlich mehr Shit bekommen, als Leute, die gar nichts machen. Also ich habe das sehr viel, dass mir Leute schreiben, Enisa, ich bin so enttäuscht von dir, weil du zum Beispiel zu dem und dem Konflikt, du hast zwar das und das und das gesagt, aber diesen Satz, den ich mir von dir gewünscht hätte, den hast du nicht so gesagt, wie ich den gesagt hätte. Und jetzt entfolge ich dir. Und dann denke ich mir, und dann, ich versuche das ja zu analysieren. Hast du richtige Politiker erlebt, ne? Ja, tatsächlich, ja. Und dann schaue ich mir auch oft so, auch die, ich mache ja auch so meine kleine Analyse so und schaue mir dann zum Beispiel an, wem folgt dieser Mensch. Ja. Und ich bin natürlich immer noch in erster Linie Künstlerin und bin, natürlich trifft es mich manchmal, nicht jetzt wegen dieser einen Person, scheiß auf diese eine Person, aber ich denke dann manchmal, dass ich dann schaue und sehe, okay, die folgt aber 3 anderen Künstlern, die nicht nur gar nichts machen, sondern sogar sehr Schlechtes teilweise machen. Also nicht nur, ich meine nicht künstlerisch, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, sondern du meinst doch Xavier Naidoo-Sachen. Das wäre ja ein sehr, sehr katastrophales Beispiel, ja. Aber ich meine jetzt Leute, die zum Beispiel rassistische Sachen sagen in ihren Sets, die irgendwie das, wo ich dann denke, okay, krass, du bist enttäuscht von mir, weil ich es nicht so exakt gesagt habe, wie du es dir gewünscht hättest oder vielleicht auch nicht die exakte Meinung so habe, wie du es dir gewünscht hättest. Und dann habe ich halt gemerkt, dass grundsätzlich Leute, die was tun, da ist schneller ein Gefühl von, okay, finde ich super, oh nein, scheiße, war wieder nicht so. Und wenn ich wahrscheinlich einfach nur Stand-up machen würde und erzählen würde, heute habe ich mir ein paar Schuhe gekauft und oh, schade, die gab es nicht mehr in hellblau, so, dann würde ganz Deutschland zu den Shows kommen, weil das diese Größe habe ich ja schon, also diese Bekanntheit, um zu sagen, was hätte ich machen können, um die große Masse zu erreichen. Und das habe ich ja so schon, aber ich habe mich dann irgendwann für diesen politischeren Weg entschieden, wo dann natürlich dich auch Leute sehr lieben, aber viele Leute dann auch sagen, das finde ich aber jetzt nicht gut, dass du das so oder so oder so. Ne? Nee, du benutzt ja diese riesige Reichweite und deine Plattform ja mit großer Empathie und mit großer Kraft. Afghanistan, Ukraine, du warst ja extrem aktiv, bist extrem aktiv, dafür sind wir auch sehr dankbar. Applaus. Ach nein, danke schön, aber nein, vielen Dank. Aber okay. Ich komme jetzt, ich habe mit der Greenpeace-Geschichte angefangen, ja. Weil Greenpeace ja auch natürlich so dich braucht, weil du ja an Leute rankommst, an die Greenpeace nicht drankommt. Gerade mit dieser Sprache, die du beschrieben hast. Gibt es ja einen Disconnect auch in der Kommunikation. Und
damit bin ich jetzt beim Thema des heutigen Abends. Ja. Das ist das, was mich interessiert, wie du das erlebst, inwieweit das mit Rassismus zu tun hat, dass es Blasen gibt, soziale Blasen gibt, an die, klassische Kommunikation von einem so honorigen Verein wie Greenpeace nicht mehr rankommt. Also ich meine, ich wollte jetzt um Gottes Willen Greenpeace nicht Rassismus vorwerfen. Nein, um Gottes Willen. Ich rede jetzt über Kommunikation. Also ich glaube zumindest, ich habe hier in Frankfurt jemanden, ich habe wenige Leute, die ich so ein bisschen so als meine Mentoren bezeichne, selbst wenn ich nicht in allem einer Meinung mit ihnen bin oder sehr unterschiedliche Lebensläufe vielleicht auch habe oder so. Aber zum Beispiel Herr Michel Friedmann ist für mich zu einem Mentor geworden, den ich für einen sehr klugen Kopf halte, mit dem ich sehr, sehr, sehr hitzige Diskussionen habe und wo ich manchmal das Gefühl habe, er feilt ein bisschen an mir und das ehrt mich. Hast du kennengelernt, den Regisseur Ali Samadi aus Frankfurt, großartiger Mensch mit Fluchtgeschichte, ist für mich auch ein Mentor. Ali war auf meiner Hochzeit, ich kenne Ali, ach, du da kennst warst ihn du besser. Gerade auf der Welt. Ja, also jetzt erstmal. Ich kenne ihn besser als du. Er war schon bei mir bei meiner Taufe, okay? Ich kenne Ali, da warst du noch nicht. Bist du getauft, wusste ich gar nicht. Nein, ich wollte nur vor Hochzeit was sagen. Also ich habe verschiedene Leute, die ganz verschieden auch sind in ihrer Haltung und was mich dann sehr ehrt, weil ich denke, boah, da ist so ein Brain von Mensch, von dem ich lernen kann und der mir auch diese Augenhöhe erlaubt, mit ihm zu diskutieren und sage, sehe ich aber nicht so und daraus kann ich sehr viel lernen. Und ich habe das deswegen gerade gesagt, weil der Herr Friedmann hat was über mich gesagt, was ich heute so ein bisschen schamlos, selbstlobend über mich sagen darf. Er hat gesagt, Sie sind eine sehr gute Übersetzerin. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Bubble. Meine Bubble ist inzwischen so, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, was meine Bubble ist. Ich habe inzwischen Leute, so Aktivisten, Aktivistinnen, die sehr, sehr viel aktiver als ich sind. Ich habe Leute, die sowieso um ein Vielfaches viel mehr politische Bildung haben als ich. Und so. Also es ist, dann habe ich 12, 13-Jährige, dann habe ich aber Doktoranden, die irgendwie Mitte 30, 40 oder habilitieren gerade und so und sagen, ich folge dir seit 3 Jahren. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass ich so eine Bubble von Menschen habe, aber ich glaube, dass ich eine Fähigkeit habe, Dinge, vorausgesetzt, ich habe es selber verstanden, ich habe zu viele Themen selber noch nicht verstanden, aber wenn ich etwas verstanden habe, es zu erklären und es so zu erklären, vielleicht auch manchmal emotional zu erklären, dass es für eine Person zugänglich wird und dass die Person tatsächlich auch ihr Mindset zu diesem Thema so ein bisschen thriftet, so ein bisschen ändert. Also ich mache das inzwischen viel bei meinen Comedy-Shows. Ich mache dieses Jahr noch eine Tour. Ich weiß nicht, ob ich das weitermache. Ich mache das ja seit 7 Jahren. Aber ich habe zum Beispiel einen kleinen Slot, wo ich irgendwie lustig das Thema von indigenen Völkern erkläre. Also wo ich zum Beispiel erkläre, warum dieses I-Wort, das I-Wort, was man für die indigenen Völker aus Amerika, ich denke, hier im Raum weiß das jeder, bei meiner Show muss ich das immer einmal leider reproduzieren und sage dann einmal das I-Wort, das, wo ihr euch verkleidet habt, wo ihr klein wart, mit den Federn auf dem Kopf und so weiter, warum das so schrecklich ist. Und dann erkläre ich und dann sage ich eben, das versuche ich dann so ein bisschen lustig, dass ich eben erkläre, wie Kolumbus aufgestanden ist, darüber gedacht hat, er wäre in Indien und gedacht hat, er wäre in Indien, war aber in Amerika und jetzt kommen ihm diese stolzen Völker entgegen mit Jahrhunderte, Jahrtausende langer Geschichte, mit Religion, mit Glauben, mit hoch kultivierten Zivilisationen. So. Und das erkläre ich dann bei meiner Show auch, weil es natürlich bestimmt ein oder andere Kind gibt, was mir schreiben würde, Moment, aber warum hatten sie dann nicht so Waffen wie die anderen? So? Und dann sage ich, während der Show, sage ich immer, wer sagt denn, dass Waffen weiterzuentwickeln ein Zeichen von Zivilisation ist? Vielleicht ist genau das Zeichen einer Hochkultur, zu sagen, so ein Pfeil und Bogen reicht mir. Warum muss ich das weiterentwickeln? Dankeschön. Und dann erkläre ich an der Stelle und sage, wisst ihr, es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich den meisten Leuten in Deutschland glaube, ehrlich gesagt, inklusive mir, ich glaube, ich weiß das seit 2 Jahren oder so, dass man das nicht wusste. Also, dass man nicht wusste, oh, das ist ein Wort. Und dann erkläre ich, dass diese Leute eben, dass man gesagt hat, egal, wir dachten, wir sind in Indien, also heißt ihr jetzt Inder. Im Deutschen macht man ein kleines A rein, aber im Englischen ist es das gleiche Wort für Inder und für Leute aus Amerika. Man nimmt ihnen ihre Länder weg, man bringt sie in Millionenzahlen um. Wie Generationstrauma ist, recovern die nicht, weil deine Religion wird dir weggenommen, dein Glaube, deine Sprache, alles, deine Ländereien,
die Frauen werden vergewaltigt. All das erst vor einigen Jahrzehnten sagt man, na gut, dann geben wir euch ein bisschen Land wieder zurück. Bis heute sind die Zahlen an Alkoholismus am allerhöchsten unter den indigenen Menschen in Amerika. Und die sagen, wir sind verdammt nochmal keine Verkleidung, wir sind eine Ethnie, wir sind kein Beruf wie ein Cowboy, sondern wenn du dir meinst, deine Haut rot malen zu müssen und dann irgendwie sagen, ist doch egal und ich mach's ja, weil ich's toll finde. Ist es, wenn ich mir eine Ethnie aufmale und sage, oh, jetzt mache ich mich mal so und mach mal meine Nase breit oder meine Lippen so und jetzt bin ich das, so. Ist das für diese Leute immer noch hochtraumatisch und hochbeleidigend so? Plus, sie sagen, wir hatten Namen, ne? Also wir waren verschiedene Völker, wir heißen Cherokees und Sioux und das und dies und jenes. Und wärt ihr bitte so freundlich, euch nicht zu verkleiden als das, was wir sind und auch diesen Namen abzulegen und uns zu nennen. So, und jetzt versuche ich es bei der Show eben so, dass ich glaube, dass ich da am Ende wirklich alle habe, dass ich halt sage, ist es überhaupt nicht schlimm, das nicht zu wissen, finde ich. Wenn du es wirklich ehrlich, also es gibt manche Sachen, wo man sagen kann, ja, das braucht schon eine große Portion Ignoranz, dass du bis jetzt dich noch nicht damit beschäftigt hast, dass das N-Wort beleidigend ist für Schwarze. Aber zu sagen, ehrlich gesagt, das mit dieser I-Wort-Sache habe ich noch nicht gehört. Und als kleines Kind bin ich mir sicher, sogar Leute, die im Raum sitzen, habe ich das gemacht, weil ich es toll fand. So, bis hierhin finde ich kein Problem. Aber wenn dann, und das erzähle ich halt bei der Show und dann versuche ich sowas eben mit Humor zu machen, wenn dann die Bild-Zeitung vor 6 Monaten, ich glaube 7, 8 Monate her, einen großen Titelartikel druckt, das Wort ausschreibt und sagt, darf man I... noch sagen? Und befragt dazu 7 weiße Deutsche. Nicht mal jemanden, der 1/4 Türke ist. Weißt du, so, frag irgendjemanden, gib mir das Gefühl, dass du in irgendeiner, fragst 7 weiße Deutsche, das kann man sich nicht ausdenken, eine davon Uschi Glas, Alter. Und dann erzähle ich bei meiner Show, sage ich, Uschi Glas war wahrscheinlich ein Schiff neben Kolumbus, als die dieses Land entdeckt haben, so. Und das meine ich nicht, um hier kein Ageism zu machen. Ich meine das nicht auf ihr Alter. Im Gegenteil, das ist ein Problem, was ich in dieser Gesellschaft extrem sehe, hier bei uns in meinem Deutschland. Das hat mit Alter überhaupt nichts zu tun. Ich kenne Leute, die sind 95, die sind auf dem Zeitgeist. Die sagen zu mir, Frau Armani, das war eben ein falscher Begriff. Mhm. Und ich kenne 18-Jährige, die nichts wissen und so. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man dann vorsichtig sagt, Entschuldigung, ich bin so nicht groß geworden. Ich komme aus keinem Haushalt, wo man Nachrichten geguckt hat. Mir wurde nie mal ein Buch vorgelesen. Wir hatten nicht die Mittel, um mal in ein Museum zu gehen. Das heißt, mein Vorwurf ist gar nicht, etwas nicht zu wissen. Was ich so verabscheue und was leider hier in Deutschland noch in einer großen Mitte vorhanden ist, ist, dass dir Leute was erklären und die Repräsentanten, die von dieser Gruppe, die Sprecher dieser Menschen sagen, hey, das möchten wir nicht mehr. Ja. Und dass dann zum Beispiel, ich will wirklich nicht so Name-Dropping machen, aber in dem Fall war das, glaube ich, eine Sat.1-Moderatorin, Arne-Marie Dings, macht dann trotzdem noch einen Post, wo sie sich verkleidet mit diesen Federn und ihr Mann sich schwarz anmalt und dann drunter schreibt, das haben wir schon immer so gemacht und wir fanden das toll und Karl May, bla 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 und halt bitte die Fresse, so, weil dann werde ich sauer. Und dann machen sie natürlich, das ist dann dieses Typische, das nenne ich immer Kneipenargument, ist aber völlig egal, es geht gar nicht darum, irgendwie jetzt so fast schon da irgendwie klassisch, also es geht darum, dann sowas zu sagen wie, aber ich kenne 1/4 von jemandem, der macht das nicht aus. Und was ich mal versuche, ist so meine eigenen Fehler mit auf den Tisch zu legen, also so dieses so, wie viel ich noch nicht weiß. Also ich zum Beispiel als Frankfurterin, ich bin, weiß gar nicht, ob es mit Frankfurt zu tun hat, aber ich habe Ableismus extrem verwendet. Es ist immer noch in meiner Sprache, sagen zu wollen, der Burger schmeckt aber, und dann also zum Beispiel zu sagen, das war aber behindert. Ich musste, und ich habe bei meinen großen Shows sitzen 20 Menschen im Rollstuhl, die tierisch darüber gelacht haben. Oh, wie toll, dass sie das thematisiert hat oder einen Witz darüber gemacht hat. Bis ich mir selber irgendwann klar gemacht habe, so wirklich für mich selber, dass ich gedacht habe, stell dir vor, ich habe ein Töchterchen, ein Söhnchen und es hat eine Behinderung und sitzt im Rollstuhl und wir sitzen zusammen bei irgendeinem Restaurant und am Tisch neben mir sitzen vielleicht 4 Jugendliche, die die ganze Zeit sagen, oh, das war aber so behindert heute und es hat behindert geschmeckt und es hat behindert dies und behindert das. Und ich gucke mein Kind an und merke, wie schwierig es für das Kind ist. So.
Und dann habe ich für mich beschlossen, ich so, okay, ich muss dieses Wort egal wie aus meinem Vokabular ausradieren. Und da ich eben gerne mit Sprache spiele und auch gerne manchmal bewusst und absichtlich auch so Milieusprache, weil ich es cool finde, so, weil ich natürlich damit was anderes verbinde. Ich verbinde damit eine Hip-Hop-Kultur, eine rebellische Kultur. Und deswegen muss ich jetzt so für mich eben auch in meiner Arbeit so eine Balance finden zwischen wo das eben nicht geht und wo ich es auch nicht als Rechtfertigung sagen kann, ja, aber ich kenne doch drei, die finden das toll. Oder ich habe doch, wie in dem Fall mit dieser Verkleidung, mit diesen Leuten, die dann so einen Kommentar angepinnt hatten, aber ich habe einen Nachbar, der ist drei Viertel Peruaner gewesen und dem macht es gar nichts aus. So wie Leute sagen, ich kenne Sinti und Roma, die das Z-Wort toll finden. Die kann es sicherlich geben. Es gibt auch Iraner bei der AfD und es gibt Schwarze bei der AfD und ich kenne Iraner, die sich Swastika tätowiert haben im Iran und sagen, hoffentlich kommt ein Nazi, die Nazis wieder an dir. Also, dass ich das so simpel und banal noch erklären muss, dass nur weil du 20 Leute kennst, die das absolut cool, das ist mir scheißegal. Also, ja. Ja, 10.000 Themen angesprochen und ich versuche jetzt, das nicht alles aufzupicken, aber das ist total spannend, dir zuzuhören. Und mir ist im Vorfeld gesagt worden, du kommst hierher und überrollst mich sowieso, also ja. Versuche ich gar nicht dagegen anzureden. Ich versuche gerade wenig. Nein, du machst das großartig, tausend Dank dafür. Ich will wirklich nur zwei, drei hier aufgreifen. Das erste, Humor. Das ist ja, da kommst du ja her, so quasi, ja. Das ist ja dein Hobby zum Beruf gemacht und vielleicht hat es auch keinen Spaß gemacht, ich weiß es nicht. Aber du hast ja, wenn man sich anschaut, auch ältere Auftritte von dir. Und du bist ja, wir haben ja einen ähnlichen Musikgeschmack, hat mit Oper nicht so viel zu tun. Oh, so. Ich liebe die Oper sehr. Echt? Ich wollte nicht so streber. Aber das ist nicht. Hast du dich immer nach hinten gemeldet? Entschuldigung. Machen, aber ich liebe die Oper sehr. Ich lange Hammer, Opern sind das Beste, was geht. Großartig. Hochkultur, Hammer. Ich sterbe, ich will das, einen Chopin nix jedem Rapper vorziehen. Vielleicht nicht Nas, ich würde Chopin und Nas so gleichsetzen. Aber ich, und Tone? Tone! Ah, das, du bist ja wirklich alt. Entschuldige. Ich liebe Tone. Du meinst Tone. Nein, ich meine Tone, den Frankfurter. Auch auf meiner Hochzeit. Ach, Entschuldigung, nehme ich zurück. Ich habe dazu amerikanisch gedacht. Das war einer der Urgesteine, der erste, der mit. Natürlich, das waren die Türen geöffnet haben. Ja, klar. Ja, na klar. Also, okay. Ja. Alles in Frankfurt davon. Alles Frankfurt. Aber das ist ja nicht Musik, die jetzt irgendwie politisch korrekt ist. Ja. Und dein Humor ist ja auch nicht so zwingend so, dass man jetzt denkt, das ist jedes Wort so gewählt, dass man Hauptsache nicht aneckt. Mhm. Was ist da die Balance? Also ich glaube, da bin ich auch vielleicht... Weil du sagst das, was du gerade gesagt hast. Ja. Und ich habe ja keine Ahnung, was hier gerade im Netz abgeht. Aber ja. Ich weiß, dass jetzt 50 Leute geschrieben haben, politisch korrekt. So, und es gibt ja Leute, die machen Webseiten, die heißen politically incorrect. Mhm. Und organisieren ja Hetze. Das ist ja wirklich organisiert. Es ist ja bekannt, dass wir natürlich zusammenstehen gegen jede Person und jeden Versuch, andere Gefühle zu verletzen, andere Identität zu verletzen. Mhm, aber wo ist jenseits davon, weil das ist indiskutabel, da stehen wir zusammen, wo ist da sonst die Balance zwischen... In der Kunst meinst du jetzt? In der Kunst, in dem, wie du redest, zwischen Humor und... Mhm. Ich finde das Thema sehr komplex und muss da auch wieder auf meine beiden Vorrednerinnen, weil ich da sehr viel Richtiges und sehr viel Tolles gehört habe. Zum einen, glaube ich, bin ich absolut als Frau da auch und als eine Frau, als eine Woman of Color, als eine Frau, die, mal so ein bisschen diese deutschen Begriffe, die ausländisch gelesen wurde und die Ausländerin, übrigens bis heute, glaube ich, dass ich da anders, so sagen wir so, von der gutbürgerlichen Mitte, jetzt nicht die, was in Berlin in Prenzlauer Berg und was nicht in Frankfurt jetzt und auch nicht was heute Abend hier ist, werde ich definitiv anders eingeordnet. Zum Beispiel bin ich eine Frau, ich bin sehr Middle Eastern sozialisiert, ich bin auch sehr deutsch, aber ich bin auch sehr Middle Eastern, was bedeutet, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht fluche. Also für mich ist das, also ob ich einmal sehr punktuell, wie damals bei einem Auftritt von mir, zum Beispiel sage, Nazis sind Hurensöhne, ein hochsexistisches Schimpfwort, aber ich glaube, wenn man mir zuhört, auch damals schon, hat man gemerkt, das ist eine Frau, die Wert drauf legt, sich so, für das, wie ich es definiere, das kann jetzt jeder für sich, aber ich lege sehr viel Wert auf zum Beispiel, ja, auf das, wie ich für mich Eleganz definiere, für mich, also als Beispiel, um dir zu sagen,
fast alle weiblichen Comedians weltweit, was ich sehr schade finde, sind meistens erfüllen so ein Klischee, dass es oft sehr, sehr vulgär ist. Also vielleicht auch als eine Form von Rebellion, weil schau, ich bin eine Frau und jetzt rede ich trotzdem über Sex und unter die Gürtellinie und das und so. Und ich bin zum Beispiel jemand von Anfang an, ich weiß noch, ich hatte ein deutsches Management, die mir das sehr nahegelegt haben, so, oh, es wäre toll, wenn du über deine Beziehung redest oder es wäre toll, wenn du erzählst und so. Dann habe ich gemeint, einfach ohne jegliches Judgment, so, aber ich bin keine Frau, die sowas machen würde in ihrem Leben auch nicht, also auch im wahren Leben nicht und auch nicht, also ich würde niemals, finde ich übrigens auch bei Männern sehr eklig, bei männlichen Comedians, wenn sie darüber sprechen, was sie auf der Toilette gemacht haben, da bin ich sehr Middle Eastern, also wenn es nach mir und meinem Freundschafts und so, ich gehe nicht auf Toilette, das gibt's nicht. Ja, also das existiert nicht. Ja, ich habe Freundinnen, die lassen die Tür offen, wenn sie gehen, ich werde stocksauer, die wollen weiter mit mir reden, ich knall die Tür zu und so und sage, ich bin Middle Eastern, das existiert nicht, so wie du die Schuhe vor der Tür ausziehst und nicht in die Wohnung gehst, wirst du nicht die Tür auflassen, mit mir reden. Aber so, was ich meine. Und dennoch, weil ich eben ausländisch gelesen werde, weiß ich, dass so die Masse der Deutschen, die mich gefeiert haben, die so, oh, das ist super. Und so, ist das nicht die Hurensohn sagt? Und da wusste ich, die lesen eben, die haben mir vielleicht gefolgt und sehen, ah, und dann kommen noch drei Rap-Songs und dann hat sie ja mal ein Adidas-Tracksuit an und so. Also ist das so eine, die so redet. Jetzt erstmal ohne das zu urteilen. Was ich meine ist, dass sie nicht mal lesen können. Was ist das für eine Art von Frau? Sondern dass diese Box, das, was Saba so toll gesagt hat, und ich weiß, dass es diese Boxen gibt, die gibt es auch bei mir. Ich selbst habe in jeder... Koffer, oder was? Nee, dass sie gesagt hat, dass... Nicht die Koffertheorie, sondern dass wir Menschen eben, wenn wir andere Menschen sehen, ein Bild haben. Ja, und das wäre auch gelogen zu sagen, ich habe das nicht. Das ist übrigens das, was mich an weißen, an privilegierten Menschen am allermeisten aufregt. Dieses, ich sehe ja keine Farben. Ja, entweder hast du ein anatomisches Problem und bist farbenblind, weil Farben sieht man. Du siehst Farben. Wenn hier die Tür eingeht, wenn mein Manager, der heute Abend her ist, der eritreischer Herkunft ist, wenn der Auet hier reinkommt, siehst du, da kommt ein Mensch mit, da kommt ein Schwarzer. Und wenn du eine Frau mit Kopftuch siehst, dann siehst du sie. Und wenn du Enisa siehst, die irgendwie, dann siehst du hoffentlich, wie teuer dieses Kleid war. Aber du siehst, ich schwöre, das war sehr teuer. Aber dann siehst du das und es macht bei dir eine Box auf. Und das ist auch, wenn es rassistisch ist, wird es zum Problem. Aber da müsste man jetzt sehr philosophisch und soziologisch diskutieren. So, ist es nicht auch gut, manchmal einen Instinkt zu haben, dass ich zum Beispiel sage, okay, ein Mann, der so guckt, ist bestimmt aggressiv. Also dann verlieren wir, dann müssen Wissenschaftlerinnen her und Wissenschaftler, die das genauer erklären, bis wohin ist es denn okay? Also bis wohin darf ich denn auch sagen, okay, da guckt jemand böse, das macht in mir was Böses. Aber in dem Moment, wo eben Merkmale hinzukommen, wie das Kopftuch macht das für mich oder der Bart macht das für mich oder eben bei Sexismus, ne, was ich halt in diesem Beruf auch extrem erlebt habe, so, dass halt eben, ich hatte, weil du gesagt hast, ich wollte nie Comedian werden und ich war auch nie die Lustige, ich war immer die Erzählerin. Also man hat mir immer gesagt, die geht entweder in die Politik oder sie wird... Wann ist es soweit? Hat jemand einen Aufnahmeantrag dabei? Ich bin noch parteilos, absolut parteilos. Was müssen wir da machen, um das zu ändern? Ich weiß, ehrlich gesagt, also ich weiß, dass ich die Politik sehr ernsthaft in Erwägung ziehe, aber ich habe noch nicht entschieden, wie und wo. Aber wir unterbrechen das Programm, machen eine halbe Stunde Pause. Aber auf jeden Fall, was ich meine, ist, dass man erstmal, das ist eine unfassbar privilegierte Scheiße, wenn man da sitzt und sagt, aber wir sehen ja keine Farben. Natürlich siehst du Farben. Und natürlich siehst du Farben und natürlich machen die auch bei dir, gehen deine Vorurteile, dass das auch das, was man so als White Guilt kennt. Jüdische Freunde und auch palästinensische Freunde sagen mir das viel. Wie im Nahen Osten, wenn du da, ich bin oft dort, wenn du in Jerusalem bist, am Flughafen, so, wenn dann zum Beispiel eine jüdische Familie kommt und der Koffer fällt runter, dann geht sofort eine muslimische Familie hin und hilft. Oder umgekehrt, wenn die Frau mit dem Kopftuch, dann geht die jüdische Familie hin, weil dieses Guilt, dieses, und das ist auch das, was wir hier von Weißen viel erleben. Wissen Sie, ich sehe gar kein, also du sitzt ja irgendwo bei einem Fest und schon wollen dir die zwei Weißen, die dann da sind, sagen, ich finde das ja toll, dass heute so viele Kulturen da sind. Warum musst du es denn thematisieren? Das ist ja ein Thema von, oder auch, ich habe heute wieder kurz davor ein großen Streit anzufangen, weil ich im Flughafen... Unvorstellbar. Im Flughafen war ich gerade im Flugzeug, hat die Stewardess, Entschuldigung, falscher Begriff, die Flugbegleiterin sagte... Ich dachte, du meinst Flugzeug, das ist... sie hat mich auf Englisch angesprochen und das sind eben so Kleinigkeiten, das wird in meinem Leben keinen Unterschied machen. Aber sie meinte eben dann zu mir, what do you want to drink? Und dann habe ich gedacht, absolut in Ordnung, wenn sie alle auf Englisch anspricht. Das ist okay. So, dann ist halt
halt, das ist Lufthansa, das ist hier Frankfurter Flughafen. Aber wenn sie dann zu dem älteren weißen Herrn neben mir sagt, was wollen Sie trinken, dann nervt. Ich war kurz davor, so ein Statement der Lufthansa zu schicken, Alter. Weil ich sagen wollte, schult eure Leute, weil... Das ist halt auch wichtig, weil jetzt wird wieder irgendein Schrottkopf dann schreiben, ja, aber weißt du, wenn ich in Kenia bin, werde ich auch, ja, aber das hier ist Frankfurt am Main, das hier ist Deutschland, das ist ein Einwanderungsland, das ist ein kosmopolites Land. Am fucking Frankfurter Flughafen, der, ich glaube, der viertgrößte, der größte Transportflughafen Europas und ich meine der viertgrößte Passagierflughafen. Das fucking weise ich zurück, das ist der größte Arbeitgeber im Rhein-Main-Gebiet. So, großartig, also darum geht es ja gar nicht, es geht auch gar nicht darum, sondern es geht darum, dass man, dass ich da, und das ist eben, das ist das, was in Deutschland eben noch eine große Masse macht, dieses, dass man profilt jemanden am Flughafen und sagt, der ist schwarz, den spreche ich auf Englisch an. Also mir geht es mit Flughäfen so, an Flughäfen, ich bin ja ehemaliger Vielflieger als Außenpolitiker. Yeah. Flughäfen sind wie Moscheen, ich weiß vorher, dass ich meine Schuhe werde ausziehen müssen. ja, das ist bei mir genau. Der sich unterbrechen, aber Entschuldigung, den Satz hin jetzt, also was, aber es, ja, Entschuldigung. Alles cool. Aber das ist eben ein, Dankeschön, aber das ist eben ein sexistische Situation, die zum Beispiel ich weiß nicht, als ich vor 3-4 Jahren, wenn ich bei einer Polit-Talkshow war und jetzt unabhängig, ob man mit meinen Inhalten d'accord ist, aber ich habe von einer, ich glaube, die schreibt ihre Doktorarbeit auf Körpersprache an der Uni Heidelberg und ich fand das sehr interessant. Die hat mir damals eine Nachricht geschrieben, Nisa, mir geht es gerade gar nicht um Polit, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so die politische, mir geht es nicht um das, was du gesagt hast. Aber wenn man diese Show schaut und Körpersprache studiert hat und die Psychologie der Körpersprache, wenn du sprichst, dann kam dieser Herr Plassberg und sie hat geschrieben, ich wollte dir gratulieren, du hast alles richtig gemacht, aber instinktiv. Zum Beispiel, ich habe was gesagt und dann kam der Moderator, es geht doch wirklich jetzt nicht um ihn spezifisch, also dann kommt der Moderator und hat dann irgendwann sich so, ne, so vor mir auf dem, so gelehnt, man sitzt ja da auf diesen Halbstühlen und so ein bisschen mit dieser Haltung so, Schätzchen, ne? Weil halt eben auch, weil ich weiß, ich habe eine sehr mädchenhafte Stimme und so und dann es kam eben auch so ein bisschen dieses so, ne? So, ist ja süß und ist ja gut. Und was ich automatisch gemacht habe, was ich gar nicht gecheckt habe, ist, ich bin aufgestanden von diesem Stuhl und stand und habe ihm die Hände so auf die Schulter gelegt und habe gesagt, Moment, und habe natürlich auch so ein bisschen das so weggelächelt, weil ich wusste, dass das Publikum wahrscheinlich wie immer eher auch so ein bisschen, gerade das Publikum ein bisschen konträr mit mir ist, also wollte ich die ganze Zeit auch sympathisch wirken. Glaube ich, hätte ich heute nicht, aber heute hätte ich gesagt, Sie müssen sich hier nicht so vor mich lehnen, das machen Sie bei dem CDU-Politiker nicht, das machen Sie bei dem, und weil Sie mich so einschätzen, ne, und dann kommt die da im hübschen Kleid oder dann irgendwas, müssen Sie nicht mich so patronizen und so von oben. Dann hat sie gemeint, das ist was Männer machen, so ein bisschen dieses, ne, ach, ist ja süß. Und das hast du genau richtig gemacht, wo du dir den Raum wieder zurückgenommen hast. Und dann habe ich gesagt, Alter, wenn ich die letzten 8 Jahre analysiere, ne, dann kannst du 17 Habilitationsarbeiten dazu schreiben, was mir hier als Frau und Ausländerin, und das als eine Position, die ja in der Privilegierten, also das ist ja, ich bin ja absolut privilegiert im Moment, aber was macht denn dann die da irgendwo als Bäckerin arbeitet, die dort an der Theke steht, die da das und die dann gar nicht die Möglichkeit hat, in der Bubble zu sagen, ey, wie ihr das hier gerade macht, ist nicht so schön, und dann wahrscheinlich alle Arbeitskollegen sagen, haben wir nicht größere Probleme, als dass dich jetzt das da stört. Ne? Und lass mich nochmal zurückkommen zu den Grenzziehungen. Ich bin ja total fasziniert und total einverstanden. Trotzdem ist ja die Frage, wo ist die Grenze? Ich will das einfach mal sehr flach machen. So. Ja. Du hast ja gerade Namen genannt, wo man das dann als Vorbild nehmen kann für flache Fragen. Dürfen weiße Dreadlocks haben? Meiner Ansicht nach überhaupt gar nicht, null. Und überhaupt nicht, bin ich nicht der Einsicht. Und ich kann das auch, also ich weiß, dass Cultural Appropriation sehr schwierig zu verstehen ist. Für mich, wenn ich das so in wenigen Worten erklären müsste, und ich weiß, dass das wirklich für viele Leute teilweise auch, also wirklich so ist, so, hä, Moment, und ich mache das aber doch zum Support und so. Für mich ist das einfach, kann man in 2 Sätzen runterbrechen. Solange eine Gruppierung unter extremer Diskriminierung, in diesem Fall unter Rassismus leidet, und diese Gruppierung Schwierigkeiten hat, Jobs zu bekommen, eindeutige Studien existieren, dass zum Beispiel als Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund in den Schulen in Deutschland für die gleiche Leistung im Schnitt 1,5 Noten schlechter bewertet werden in ihren Noten. Oder eben, wenn sie sich bei der Sparkasse bewerben, mit der gleichen Leistung lieber der Thomas genommen wird als der Mohammed. Und in dem Fall, wenn das jetzt ein schwarzer Mann ist. Also es gibt all diese zigtausenden Studien von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.
kann ich absolut nachvollziehen, dass in dem Moment jemand, der nicht dieser Gruppierung, das wäre zum Beispiel in dem Fall auch ich jetzt, ich bin auch keine schwarze Frau und ich muss sagen, ich finde zum Beispiel all diese Frisuren super schön. Das heißt, ich habe auch, ich bin oft arbeite ich in Favelas in Brasilien und die Brasilianerinnen tragen das auch und da, ich habe dort Freundinnen, die sagen, bitte lass uns dir deine Haare und du gehst auch so als Brasilianerin durch und ich denke so, nein, und irgendein deutscher Tourist wird das sehen und es entspricht nicht meinen Werten und selbst wenn ich dann sage, aber ich bin gerade in Rio und mache das gerade deswegen und es ging auf die, so, ist egal. Was mein Ding ist, ist einfach ganz einfache Sache. In einer perfekten Welt, in der es die Sklaverei nicht gegeben hätte, in der wir keinen George Floyd vor 2 Jahren gehabt hätten, in keinen Yuri Gallo hier in Deutschland und so weiter, ist es absolut cool, ich mache mir Dreadlocks, du sagst das, ich trage das, der tragt dies und wir so. Aber in einer Welt, in der eine Gruppe mit Diskriminierung zu kämpfen hat, nicht in der gleichen Form besetzt wird, nicht die gleichen Jobs bekommt, nicht die gleichen Bezahlungen bekommt, nicht die gleichen das und von hartem Rassismus betroffen ist, kann für mich die andere, die Dominanzgruppe, selbst aus einem Admiration-Aspekt, aus einem, ich finde das doch toll, heraus, das nicht zu einem Trend machen. In dem Fall, wenn ich mir die Haare so mache, mache ich es, weil ich es schön finde, so. Aber die Frau, die die Haare so trägt und das Teil ihrer Kultur und ihrer Geschichte ist, wird bei der Sparkasse nicht angestellt mit der Frisur. Und natürlich ist es in Amerika, gerade was Schwarze angeht, ein größeres Problem als hier. Und da gibt es ja diese Sachen, wo die nicht bei der Bank arbeiten durften. Können Sie bitte den Ihr Afro-Hair nicht so tragen? Können Sie das bitte glatt machen? Und nur weil es jetzt, weil immer Minderheiten irgendwann zum Trend werden, ich habe jetzt auch 12-Jährige, die mir schreiben, ich will die AfD, aber ich gehe auf die Seite und sehe, er hat unter seinen Posts geschrieben, Walla, Bruder, heute war ein geiler Tag, weil es inzwischen cool ist, Walla zu sagen, weil seine Lieblingsrapper wahrscheinlich alle muslimischen Background haben und das Walla zu sagen ist cool, aber gewählt wird wie die Eltern da AfD. Deswegen ist für mich so, du kannst nicht die Merkmale, die Features einer unterdrückten Gruppe zum Trend machen. Und weil es, was dann passiert ist, gibt es ja auch zigtausend Studien, dass es zum Beispiel Werbekampagnen gibt, wo man lieber eine weiße Frau nimmt, die weiße Frau aber so ein bisschen die Haare in leicht angelehnt in eine krausere Struktur legt und so, aber lieber die als der schwarzen Frau den Job geben. So. Und deswegen bin ich, also ich verstehe auch diese Haltung zu sagen, ich mache das doch, weil ich das doch verbreiten will und vermehren will und ich finde die Frisur so großartig und da kommt natürlich dann noch viel dieses Dummbatz-Argument zurück von denen, die dann sagen, ja, aber die machen sich blaue Augen und die machen sich die Haare hell und blond. Ja, aber die machen das, weil das eurozentrische Schönheitsideal ist und weil ihnen über Jahrtausende gesagt wurde, black is ugly, black is ugly, black is ugly. So. Und jetzt, wo ihr 2 Minuten auf dem Dampfer seid, nee, Moment mal, ist es krass, so auszusehen und es ist irgendwie toll, auch diesen Shape an Figur zu haben und es ist vielleicht toll, so eine Haare zu haben, bin ich nicht der Meinung, dass du das ab und an legen kannst wie ein Trend, solange diese Gruppe noch diese Form von Diskriminierung hat. Dann musst du verstehen, dann musst du sagen, nein, ich bin nun mal eine weiße Frau, ich kann daraus nicht kapitalisieren, da gibt es so ein schwedisches Model, was sehr bekannt, also was heißt Model, so Insta-Schrott, das ist ein weißes schwedisches Mädchen, die irgendwann mal gemerkt hat, wenn sie ein paar Löckchen reinmacht und sich dunkel schminkt und so das, steht ihr gut, kriegt gute Komplimente und die wird in der Majority eingesetzt, das ist viral gegangen, weltweit, in jeder amerikanischen Talkshow wurde das besprochen. Sie bekommt Jobs von Companies, von denen hauptsächlich schwarze Menschen kaufen und weil die eben von der Mode und vom das und dies und ausgelegt sind und auch dort beworben wird, in entsprechenden Städten da oder in den Vierteln beworben werden und ich finde das nicht okay. Sie kapitalisiert durch dieses sich schwarz aussehen zu lassen, aber den gleichen Job gibst du nicht einer schwarzen Frau und du kannst es an- und ablegen. Entschuldigung, ich kenne konvertierte Muslime, Freunde von mir, die aber sagen, ja, aber dann bei der Bank bin ich dann doch wieder Herr von Schröderweg. Aber da, ich denke, du heißt Mohammed. Darf ich dich dreifach unterbrechen? Entschuldigung. Erstens, das war die kürzeste Antwort, danke, weil du hast gesagt, es sind nur zwei Sätze. Genau. Zweitens hast du mich komplett überfordert, weil du angefangen hast, über Mode zu reden und wie man sieht, ich verstehe nichts davon. Drittens aber, ich habe wirklich eine ernsthafte Kontergegenfrage. Bitte, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich auf alles eine Antwort habe. Ja, nee, klar, aber wenn jemand eine bestimmte Musik macht, ein bestimmtes musikalisches Vorbild hat,
und eine bestimmte Frisur deswegen trägt. Mhm. Und du aber dann die, all die Geschichten erzählst. So wie und du Thomas sagst, Gottschalk, der sich schwarz als Jimi Hendrix nee, ich, sagte, jetzt rede nicht über ich feier den so. Nee, aber ein 18-Jähriger, der irgendwie Bob Marley mag. Wie, kannst du nicht Bob Marley und mögen, du, eine weiße Frisur? Warte doch mal, warte mal. Und du sagst dann, aber du musst doch die Geschichte der Maroons alle auswendig gelernt haben. Überfordern wir nicht die Leute damit? Guck mal, ich weiß, dass alle diese Themen im Moment unfassbar anstrengend und nervig sind. Das weiß ich. Und ich weiß, also ich... Nein, mir geht es nicht darum. Mir geht es nicht darum. Mir geht es darum, dass du von jeder einzelnen Person Dinge, sozusagen eine Politisierung und ein tiefen Wissen verlangst, wo ich nicht sicher bin, ob wir es können. Nein, weil ich gerade zuvor gesagt habe, ich verzeihe jedem, der es nicht weiß. Okay. Und jedem, der mir schreibt, ey, ich habe mich mit diesem Thema, ich habe zu Cultural Appropriation bisher Meine Eingangsfrage möchte beantworten. Wenn jemand sagt, ich habe das nicht gewusst, ich habe mich mit der ganzen Problematik, die in der Lebensrealität einer schwarzen Frau und einem schwarzen Mann entsteht, durch Cultural Appropriation, all diese Dinge, die ich gerade auch sehr unwissend, vielleicht auch mit vielen Fehlern gesagt habe, also musste man eine Tupoka Ogette lesen, eine Dr. Natasha Kelly lesen, dass man das liest und sagt, Moment, anscheinend gibt es da große Probleme. Schwarze werden nicht besetzt, Weiße schon. Lieber Weiße, die ein bisschen schwarz aussehen als das. Lieber, ehrlich gesagt, weiße Musiker werden teilweise gerne öfter genommen, die aber ein bisschen schwarz und ein bisschen das. Und ist auch in Amerika, ist übrigens Appropriation, entsteht ja nicht nur in schwarz und weiß. Snoop Dogg, einer meiner allerliebsten Rapper aller Zeiten, hat einen riesen Shit bekommen, weil er ein Reggae-Album damals gemacht hat, plötzlich angefangen hat im jamaikanischen Slang und dann die Karibik ihm gesagt hat, fuck you, du bist ein schwarzer Amerikaner und du brauchst nicht plötzlich anfangen, Karibisch zu sprechen, wegen dem Album. Das heißt, es ist nicht nur eine Appropriation, ist ja nicht eine weiße und schwarze Thematik. Das fängt ja auch an, wie wenn man hier Kopftücher dann verbietet, aber wenn dann irgendwie eine, was weiß ich, Kim Kardashian oder irgendjemand so trendweise trägt, schreiben dann alle Zeitschriften der Welt, großartig und was eine Mode. Also Appropriation bedeutet, eine Gruppe ist unter Druck. Und diese Gruppe hat noch lange, lange, lange nicht die gleichen Rechte und das gleiche Ansehen und den gleichen Respekt wie eine andere Gruppe, die das an- und ablegen kann, je nachdem, was gerade Trend ist. Und natürlich, ich gebe dir absolut recht, man muss all diese Sachen sehr differenziert betrachten. In welchem Moment, wo, was. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn jetzt jemand sagt, pass auf, ich habe jetzt die Zopffrisur. Aber wir sprechen ja, also wenn wir von Appropriation sprechen, sprechen wir oft von einem Full-on-Weißen, der aber... so redet, der absichtlich mit diesem Akzent spricht. Oder wir sprechen von einer Frau, die sich den Arsch machen lässt, das so machen lässt, sich dunkel dingst und dann, wenn sie noch spricht, sagt, and I want you to know. So. Aber eigentlich Julia Schmidt ist. So. Und das ist ein Problem, weil sie das zu einem Trend macht, während diese Gruppe noch leidet. Nicht während diese Gruppe thrived und es ihr super geht und es denen scheißegal ist, dann mach's doch zum Trend. Ich verstehe es trotzdem nicht. Warum nicht? Ich verstehe es nicht, weil... ich bin bei den Grünen, weil die damalige Geschäftsführerin der Grünen mich 10.000 Sachen gefragt hat, aber nicht gefragt hat, wo kommst du her? Ja. Aus den Gründen, die du genannt hast, weil ich war mal bei mit dem AfD-Mann mal in der Fernsehsendung bei Michel Friedmann. Aha. Und dann sagte er, und es gab einen Anschlag da und da und es gab eine Demonstration vor dem Brandenburger Tor und die Muslime waren nicht da. Mhm. Und Michel Friedmann sagte, woher wissen Sie das? Haben die Leute jeweils irgendwie die Glaubens ab so. Das Ziel muss doch sein, jetzt im Thema Rassismus, was Obama mal Post-Racial Society genannt hat, dass es einfach nicht mehr wichtig ist. Aber Obi-John, um kurz Persisch, lieber Omid sagen zu dürfen. Schönes Ziel, neues Jahr dir im Übrigen. Das Ziel ist, schau mal, ich hatte mein letztes Gespräch... Wir hatten Sonntag Neujahr. Frohes neues Jahr. Es war normal. Ich hatte mit Herr Friedmann, mein letztes Gespräch mit Herr Friedmann war über Pazifismus. Und ich habe mit ihm 2-3 Stunden darüber gesprochen. Aber jetzt kommst du vom Thema weg. Nein, komme ich nicht. Okay. Genau wie messerscharf auf den Point. Herr Friedmann sagte, ich habe ihn gefragt, ich möchte eigentlich gerne von mir sagen, ich bin Pazifistin, ich bin Gegnerin von Waffen, ich bin nicht der Meinung, dass wir mal Waffen herstellen, Waffen hinschicken, Waffen das. Andererseits sehe ich, es gibt in dieser Welt Situationen, wo ich das Gefühl habe, jemand muss sich verteidigen aktuell gegen jemand anderen. Und da kommen wir zu dem, was du sagtest, das Ziel. Und dann sagte Herr Friedmann, und da habe ich gemeint, ich glaube, ich bin ein sehr, sehr optimistischer Mensch und ich glaube an diese Utopie. Ich glaube an dieses Star Trek-Universum, wo alle nur nach Wissen, wo so wie so eine Art Menschheit gesetzt und wo wir Menschen vielleicht ist auch irgendwann möglich. Schon mal was von Romulanern gehört?
Siehst du, ja, das würde jetzt Herr Friedmann sagen. Ja, genau. Weil ich gesagt habe, also ich glaube tatsächlich. Friedmann kennt die Romulaner. Ich glaube überhaupt, weiß ich nicht. Ich glaube überhaupt nicht daran, zu sagen, ja, die Welt ist doch immer Schrott und es wird immer Schrott bleiben und es gibt immer das und so weiter. Ich glaube an dieses Wachstum und ich glaube an eine Welt, die wirklich, also ich liebe diesen Satz zu sagen, eine Utopie ist so lange nur Utopie, bis sie Realität wird. Ne? Fliegen wäre komplette Magie gewesen, wir fliegen. Im Handy zu sein wäre komplette, für die Leute absolut was Ungreifbares, immer noch für uns heute, das hat die Menschheit als Kollektiv erreicht. So. Skalpe. Jawohl. Und er sagte, und aber, um dahin zu kommen, also das, um deine Frage zu beantworten, weil du sagtest, das Ziel muss sein. Natürlich. Das Ziel, das habe ich gerade vorhin schon beantwortet, ja, gesagt, das Ziel muss sein, dass wir in einer Welt leben würden, wo das in keiner Form mehr existiert. Und dann wäre es auch wurscht, weil dann ist die Gruppe nicht diskriminiert. Und dann ist es egal, ob ich mir deine Haare mache und du dir meine und so, weil wir haben die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten, die alles. Aber in dem Moment, wo die Gruppe noch massive Diskriminierung wegen eben dieser Features erhält, zum Beispiel eine kulturelle Frisur, zum Beispiel eine Körperform, so dass zum Beispiel ihr gesagt wird, das musst du ablegen, sonst kannst du bei uns nicht arbeiten. In dieser Welt ist es mir als die andere Person, die privilegierte Person, die Dominanzperson, die das ab und anlegen kann. Ich bin ja auch zum Beispiel, ich bin eine Frau, ich bin in vielen Sachen so privilegierter, auch allein schon phänotypisch als eine Frau, die man direkt in diese Box oder so irgendwas. Und in dieser Welt ist genau das, was du sagtest. Das Ziel ist, da bin ich mit dir einig, das muss das Ziel sein. Aber um dahin zu kommen, machen wir Steps. Wir kreieren als Menschheit eine UNO, wir kreieren die Möglichkeit zu sagen, können wir Staatspräsidenten irgendwo vor Gericht zerren, alles Dinge, die vor 100 Jahren noch nicht möglich gewesen wären, zu sagen, was kreieren wir, um Inshallah oder so Gott will, irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo wir sagen, jetzt brauchen wir sowas nicht mehr. Wir haben aufgehört, Waffen herzustellen. Und deswegen habe ich ihn gefragt, weil ich sagte, könnte man nicht sofort? Und was ist mit Leuten, die jetzt sofort auf Gewalt verzichten und sagen, nein, keine Waffen. Aber was machen wir dann, wenn ein Verrückter kommt, wenn die Romulaner kommen und sagen, ich greife jetzt, mache einen ungerechtfertigten Angriffskrieg auf dieses Land? So sage ich jetzt als Minister, weil ich mir wirklich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Verantwortung von Politiker und Politikerinnen ist, weil ich dachte, was würde ich machen? Waffen schicken, keine Waffen schicken. Ich bin gegen Waffen, aber das Land muss sich verteidigen. Okay, Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, aber wie lang brauchen die, um zu greifen, wenn da gerade ein Kind stirbt? Wenn jetzt in der Sekunde, was ja der Fall ist, ich durfte diese Woche vor dem ukrainischen Generalkonsul sprechen, 13-jährige Flüchtlingsmädchen Alexandra, 13 Jahre alt, da gespielt. So, wenn sie konkret in Gefahr ist und ich bin jetzt Politikerin und habe diese Möglichkeit, was muss ich machen? Und ich war wirklich im Gespräch, haben wir 3 Stunden Gespräch gehabt, wo wir all das thematisiert haben, ging von Mandela über Martin Luther King, über Gandhi, über das, weil ich wissen wollte, kann man in dieser Welt heute sagen, ich bin Pazifist und wie und wann? Aber dann habe ich mich für meinen Kopf, zumindest für meinen jetzigen Wissensstand, darin geeinigt zu sagen, ich kann dieses Ziel haben, dass das mein Fokus ist. Und bis dahin kann ich ja jetzt nicht meine privilegierte Lebensform sagen, ja gut, die sterben halt jetzt auf dem Weg dahin, so, die gehen halt drauf, aber mein Ziel ist ja gut, sondern ich muss eine Verantwortung übernehmen. Und das eben runtergeworfen auf ein nicht so drastisches Thema wie Krieg, ist Cultural Appropriation. Das Ziel ist, dass es cool wäre. Und ich bin auch nicht böse, wenn jemand sagt, ich bin dieser riesen Bob Marley-Fan gewesen. Ich wusste es nicht anders. Ich habe es aus tiefster Admiration gemacht und wollte auch diese Kultur vergrößern und helfen und wollte das zeigen. Aber nicht jeder macht es auch mit der Intention. Die Kleinen jetzt, die machen das, weil ich habe im letzten Beyoncé-Video gesehen, so. Und 3 Monate später ist es, aber dann stehen die nicht auf der Straße, um zu sagen, was ist da mit George Floyd passiert. Das ist nur ein Trend. Darf ich dich unterbrechen? Danke. Weil, bitte um Verzeihung, weil ich habe erstens noch ganz viel zum Diskutieren und zweitens ganz viele Fragen und drittens, es gab mal eine Partei, die hat einen Ablaufplan für den heutigen Abend und der ist komplett gesprengt. Und deshalb müssen wir jetzt zum Ende kommen. Ich will von all dem, was gesagt worden ist, wo wir das eine oder andere weiter diskutieren müssen, aber was sehr deutlich und klar war, noch eines hinzufügen. Es ist ein Thema hier nicht angesprochen worden, weil du mich nicht gelassen hast. Das ist das Thema Sichtbarkeit. Das ist das Thema von Sichtbarkeit von Leuten, die einfach aus allen Ecken, Hintergründen kommen, Verantwortung übernehmen, sichtbar sind, Großes leisten in den Bildungsstätten, Großes leisten in Fußballvereinen, Großes leisten auf der Bühne und auch sonst.
Und diese Sichtbarkeit, diese Vorbildfunktion, die einfach Menschen Kraft gibt, die ermutigt, auch denselben Weg zu gehen. Das, was mir gegeben wurde, als ich das erste Mal, da waren die alle gerade auf der Welt, 1993, Cem Özdemir im Fernsehen gesehen habe, wo mir klar geworden ist, ich muss nicht Karl-Heinz heißen und nun blauäugig sein, damit ich in der Partei gehen kann. Das ist so endlos wichtig, um die Leute nicht nur sozusagen darüber zu reden, wie wir ihnen helfen können, sondern damit wir jedem einzelnen Menschen auch die Kraft geben und die Möglichkeit geben, dass er sich selbst engagiert und selbst das Leben in die Hand nimmt und Diskriminierung bekämpft. Es gibt noch so viel mehr zu besprechen, machen wir, aber offline. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ein Riesenapplaus von Anissa Amani. Wir haben hier so hart den Plan gecrashed. Ich habe die Regie nur noch wild gesehen, dass sie jetzt aufhören müssen. Wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht, aber das machen wir dann halt. Das ist jetzt zu Ende. Normalerweise hätte jetzt noch 17 Musikunterbrechungen gegeben und ich hätte noch einen Handstand machen dürfen. Danke, dass ich das nicht machen durfte. Und er musste. Und wir danken herzlich. Ich danke herzlich Peter Fischer, Sabah Nuajima und Anissa Amani, dass sie uns heute hier beehrt haben. Ich danke hier dem großartigsten Publikum, das es überhaupt geben kann, Samstagabend. Die machen hier noch ein paar andere Sachen heute Abend. Und danke euch, dass ihr mit uns wart und zugeguckt habt und mitgenommen habt und wahrscheinlich auch mitdiskutiert habt in den sozialen Medien, was wir diskutieren. Das geht hier darum, dass wir zusammenstehen am Ende der Internationalen Woche gegen Rassismus, um alle daran zu arbeiten, miteinander, damit wir diese internationale Woche gegen Rassismus nicht mehr brauchen eines Tages, weil es keinen Rassismus gibt. Kleiner können wir die Ziele nicht setzen, weil es um jeden einzelnen Menschen geht und jede einzelne Person, die betroffen ist von Rassismus, ist eine Person zu viel. Herzlichen Dank, lasst euch gut gehen, schönen Abend.